Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in Plauen im Vogtland-Klinikum. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem diesjährigen, dem 14. Plauener Herztag. Ich heiße aber auch alle Zuhörer und Zuschauer herzlich willkommen, die zu Hause sitzen an ihrem Rechner. Wir haben in diesem Jahr eine Neuigkeit. Wir haben zum ersten Mal den Herztag als Hybridveranstaltung geplant, sodass jeder, der vorsichtig sein möchte, das eben trotzdem verfolgen kann. Wir haben für Sie alle, die hier sind, aber die größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Sie halten Abstand, Sie haben Möglichkeit zum Abstand. Sie können sich trotzdem, denke ich, wie in den vergangenen Jahren, umfassend informieren an den Ständen. Ich bedanke mich an der Stelle schon für alle Mitarbeiter, die sich heute den Samstag freigenommen haben dafür. Sie haben aber auch die Gelegenheit, jetzt an dem, wie ich denke, wieder sehr interessanten Programm teilzunehmen. Das Thema ist in diesem Jahr hoher Blutdruck. Hoher Blutdruck, Herz unter Druck, ist ja eine der ganz häufigen, wenn nicht die häufigste Erkrankung des Herz- und Kreislaufsystems. Die Deutsche Herzstiftung hat uns dieses Thema aufgegeben und so wollen wir uns beschäftigen in den nachfolgenden Vorträgen mit Ursachen, mit den notwendigen Untersuchungen, mit Behandlungsmöglichkeiten, seien es Medikamente oder auch alle anderen Verfahren, die Sie kennenlernen. Sie werden nach jedem Vortrag Gelegenheit haben, auch Fragen zu stellen, wenn Sie das möchten. Und ich denke, dass die Referentin auch in den Pausen noch Ihnen Gelegenheit geben, eine persönliche Frage noch zu beantworten. Sie haben auch Gelegenheit, einige Kollegen meines Teams kennenzulernen. Einige kennen Sie schon von den vergangenen Jahren. Wir haben das Team erweitert. Auch das, denke ich, ist ein schöner Anlass heute. Und so denke ich, starten wir jetzt gleich. Ja, vielleicht noch eine Sache. Wir haben insgesamt 6 Vorträge. Wir werden in diesem Jahr die Pause sehr kurz halten, damit alle Menschen zu Hause uns nicht verloren gehen. Wir werden also die Pause vielleicht so auf 10, höchstens 15 Minuten begrenzen. Aber jetzt starten wir und wir starten mit dem ersten Vortrag. Ich begrüße dazu meinen leitenden Oberarzt in der Kardiologie, Herrn Dr. Bietau. Und ihm habe ich das ganz einfache Thema gegeben: Was ist Bluthochdruck? Herr Bietau, bitteschön. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir die Veranstaltung in diesem Jahr auch in diesem Rahmen so stattfinden lassen können. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen bei uns hier am Helios-Klinikum. Herzlich willkommen auch zu Hause. Wir starten mit den Vorträgen und ich freue mich, Ihnen das Thema nahebringen zu können. Was ist Bluthochdruck? Definition, Erkennung, Symptome und Diagnostik. Was ist Bluthochdruck? Mein Vortrag hat zur Grundlage die Broschüre der Deutschen Herzstiftung, Bluthochdruck, Herz und Gefäße schützen. Und wir halten die Vorträge in ganz freier Absicht. Wir bekommen keine Honorare oder Ähnliches dafür, haben keine Interessenskonflikte, auch mit der Industrie nicht. Alles, was Sie sehen, ist offen und frei zugänglich. Was ist Bluthochdruck? Ganz einfach zu erklären, der Blutdruck, damit müssen wir uns erstmal beschäftigen. In der Medizin kürzen wir das immer mit RR ab. Ja? Das ist sozusagen der Druck, den das Blut auf die Wand von Arterien und Venen ausübt. Und RR kommt von dem Erfinder der Blutdruckmanschette, nämlich Rivarocci. Und ihm zu Ehren sagen wir in der Medizin RR zum Blutdruck. Der Blutdruck ist unter anderem abhängig vom Widerstand der Blutgefäße und auch von der Herzleistung. Da komme ich gleich noch dazu. Und der Blutdruck ist keine absolut konstante Größe, sondern der Blutdruck, der schwankt sehr stark oftmals und sehr häufig. Je nachdem, welche Anforderungen der Mensch, der Körper hat, ändert sich eben auch der Blutdruck. Der Blutdruck wird gemessen in Millimeter Quecksilbersäule, mmHg abgekürzt. Und damit haben wir ja so ein bisschen unsere Probleme, ist nicht so eine gebräuchliche Größe.
In der Medizin ist es natürlich gebräuchlich und wir kommen sehr gut damit zurecht, aber ich möchte kurz sagen, was bedeutet denn Millimeter Hg? Was bedeutet denn Millimeter Quecksilber, wenn man so will? Das ist die Druckangabe nach einem Physiker Torricelli und es gibt noch eine andere Abkürzung für die Messgröße des Druckes, nämlich Tor. Und Tor ist die Abkürzung von Torricelli, geht auf den Namen sozusagen des Physikers zurück. Und das ist eigentlich eine Größe, die für den Luftdruck gedacht ist. Was hat dieser Mensch nämlich gemacht? Der hat eine Quecksilbersäule genommen und hat sie unten in eine Wanne gestellt. Und diese Glasröhre mit Quecksilber gefüllt und sie hingestellt. Und von außen auf dieses Becken wirkt der Luftdruck und von innen wirkt die Quecksilbersäule nach unten. Und der Luftdruck drückt sozusagen die Quecksilbersäule 760 mm nach oben. Das ist der normale Luftdruck. 760 mm Tor sind 760 mm Quecksilbersäule und das sind 1013 Hektopascal. Und das kennen wir vom Luftnormaldruck, nämlich auf Meeresspiegelhöhe. Und so kann man sagen, wenn wir einen Blutdruck haben von 120 mm Hg systolisch, entspricht das ungefähr 160 Hektopascal oder für die Handwerker unter uns 0,16 bar. Das kennen wir ja von Reifen, Luftdrucken und Ähnlichem. Also ein normaler systolischer Blutdruck ist ungefähr 0,16 bar. Wenn wir uns mit Blutdruck auseinandersetzen, dann setzen wir uns immer mit einem System auseinander, nämlich mit dem Kreislaufsystem. Wir haben im Zentrum unser Herz. Unser Herz ist die Antriebspumpe, die das Blut durch den Körper bewegt und wir haben das Herz im Zentrum angeschlossen an die großen und die kleinen Gefäße. Das sind nämlich die Arterien, die das Blut in die Körperorgane bringen und die Venen, die es von dort zurück zum Herzen führen. Und so haben wir das Herz mit vier Höhlen. Das wissen wir, denke ich, alle. Es gibt zwei Vorkammern und zwei Herzkammern. Diese Kreisläufe sind untereinander getrennt. Es gibt das große Kreislaufsystem, was den gesamten Körper versorgt. Und es gibt das kleine Kreislaufsystem, was das Blut in die Lunge bringt. Also mit Blutdruck hängt das Herz zusammen und hängen auch die großen und kleinen Gefäße des Körpers zusammen. Die Herzarbeit, mit der wir uns dann beschäftigen müssen, die erfolgt in zwei Phasen. Und das erklärt auch diese beiden Werte, die wir immer angeben, wenn es um Blutdruck geht, nämlich den oberen und den unteren Wert. Die Herzarbeit erfolgt in der Systole. Das ist sozusagen die Anspannung, die Kontraktion, die Herzleistung, wenn man so will, der Pumpantrieb, die Austreibungsphase ist die Systole. Das definiert unseren oberen Wert, unseren systolischen Wert, unseren maximalen Wert, Blutdruckwert, der auf die Gefäße lastet. Und wir haben die zweite Phase im Herzzyklus, das ist die Diastole oder die Füllungsphase. Die Herzpumpe füllt sich wieder, die Aortenklappe ist geschlossen. Und es entsteht eine Erschlaffung, eine Füllungsphase, die Diastole, und definiert den diastolischen Wert. Man kann sagen, der systolische Wert ist der Spitzenwert, der sozusagen maximal auf die Gefäße wirkt. Und der diastolische Wert ist der Dauerwert. Unter diesem Wert sinkt der Druck in den Gefäßen nicht ab. Die Aorta ist eine große Arterie, die Hauptkörperschlagader, und die ist sehr elastisch. Das heißt, die dehnt sich ein klein bisschen aus. Das Herz macht einen Herzschlag, es wird Blut ausgeworfen und die Aorta wird etwas elastisch, erweitert sich und geht dann wieder zurück zusammen. Das nennen wir Windkesselfunktion der großen Gefäße. Das heißt auch, dass diese Arterien durch ihre mechanischen Eigenschaften, durch ihre Muskelkraft, die die haben, eine gewisse regulatorische Eigenschaft haben und den Blutdruck auch regulieren können. Wenn die eng sind und sich zusammengreifen, ist der Blutdruck sehr hoch. Und wenn sie erschlafft sind, wenn sie weit sind, dann sinkt der Blutdruck. Also die Arterien haben einen Einfluss auf den Blutdruckwert. Wenn man sich das mal so anschaut, wie wir es auch im Herzkatheterlabor messen können, dann kann ich Ihnen mal dieses Diagramm zeigen. Und wir haben einen oberen Wert, den systolischen Wert und einen unteren Wert. Das heißt, hier sieht man die Kontraktion des Herzens. Der Blutdruck steigt sehr stark an. Und das Herz erschlafft, der Blutdruck fällt ab. In der Zeit füllt sich das Herz und es kommt zum nächsten Herzschlag, der Blutdruck steigt wieder an.
und das Herz erschlafft, der Blutdruck fällt ab. Diese große Kurve, die ich gerade umfahren habe, ist der Druck im Herzen. Und da sehen wir, hier ist die Nulllinie, dass das Herz eine Spitzenleistung erbringt, 120 mm Hg, und der Druck im Herzen fällt wieder auf knapp 0 ab. Manchmal ist er sogar negativ. Na, das heißt, in dieser Phase füllt sich das Herz wieder. Dadurch, dass es eine Klappe gibt, verhält sich das in den Arterien etwas anders. Das Blut wird ausgetrieben, in der Arterie steigt der Druck auf diesen Spitzendruck an, 120, 130 mm Hg, fällt dann etwas ab und jetzt schließt die Aortenklappe. Und dann sehen wir, dass der Blutdruck den diastolischen Wert erreicht. Hier ist die elastische Rücksteckkraft der Arterien zu sehen. Der Blutdruck fällt leicht ab und bleibt aber auf diesem Niveau stabil bei 80 mm Hg. Das ist die Leistung der Aortenklappe. Und das ist der Unterschied. Der Druck im Herzen ist etwas anders als der Druck in den Arterien. Die Spitzenwerte sind aber die gleichen. Das zum Thema Blutdruck. Wir müssen uns jetzt noch beschäftigen, was ist denn ein normaler Blutdruck? Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen. Für die Erwachsenen ist das sehr festgelegt. Für die Kinder ist es ein bisschen, habe ich Ihnen auch gleich was mitgebracht, ein bisschen anders. Der Blutdruck ist nämlich sehr variabel und er wird fein gesteuert, das haben wir schon gesagt, je nach Anforderung des Körpers. Zum Beispiel wirkt auf den Blutdruck das vegetative Nervensystem, also Sympathikus und Parasympathikus. Es wirkt auf den Blutdruck die körperliche Anstrengung, das sehen wir bei unseren Patienten, die auf der Fahrradergometrie sind, da steigt der Blutdruck sehr stark an. Also immer wenn wir arbeiten oder Sport treiben, ist der Blutdruck deutlich höher. Es hängt auch ab von der Muskelmasse, also von dem Druck, der von außen auf die Gefäße wirkt. Jemand, der sehr viel Muskelmasse hat, hat manchmal erhöhte Blutdruckwerte, vor allen Dingen diastolische Werte. Der Blutdruck hängt ab vom hormonellen System. Wir haben Stresshormone, Adrenalin, Cortison, wir haben Schilddrüsenhormone, die auf den Blutdruck einwirken und werden dann bei den Erkrankungen, die hohen Blutdruck verursachen, auch einiges dazu noch hören. Die Nierenfunktion ist ganz wichtig. Die Niere ist ein zentral regulierendes Organ für den Blutdruck. Die Gefäße sind wichtig. Wie elastisch sind die? Gerade bei diabetischer Erkrankung, bei der Blutzuckererkrankung oder der Atherosklerose verlieren die Gefäße an Elastizität und an ihren blutdruckregulierenden Eigenschaften. Die Funktion der Gefäßwand ist wichtig. Das Endothel. Rauchen schädigt das Endothel. Die Endothelfunktion ist beeinträchtigt und die Blutdruckwerte können ansteigen. Erreger sind wichtig, Noxen sind wichtig. Der Flüssigkeitshaushalt ist wichtig. Patienten, die viel Flüssigkeit verlieren, Durst haben, schwitzen, die fiebrig sind, die haben manchmal sehr niedrige Blutdruckwerte, weil die Flüssigkeit im Kreislaufsystem fehlt. Anders sehen wir das bei Überwässerung. Wenn zu viel Flüssigkeit im Körper ist, dann steigt der Blutdruck. Und die Herzfunktion, das hatten wir schon gesagt, eine niedrige Herzleistung führt zu einem niedrigen Auswurf und der Blutdruck sinkt. Herzrhythmusstörungen sind wichtig in der Blutdruckregulation. Manchmal wirken Herzrhythmusstörungen auf den Blutdruck ein. Wir sehen das ganz häufig in der Klinik, in der Rettungsstelle. Ein gestörtes Füllungsverhalten des Herzens führt manchmal zu weniger Auswurfleistung des Herzens und dann auch zu niedrigerem Blutdruck und viele andere Dinge, die hier noch einwirken. Der Blutdruck ist abhängig vom Lebensalter, das hatte ich schon gesagt, das müssen Sie gar nicht im Detail so sehen. Ich möchte nur zeigen, dass die Kinderkliniker sich ja auch mit den Babys und mit den Kleinkindern beschäftigen. Und bei den Babys und kleinen Kindern sind viel, viel niedrigere Blutdruckwerte normal, als wir das im Erwachsenenalter kennen. Da gibt es Perzentilen, an denen man das deutlich macht und auch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben ja manchmal Blutdruckerkrankungen und es zählt manchmal schon in Blutdruck in diese Kategorie, wo wir sagen, für die Erwachsenen ist das eigentlich normal, es ist für die Kinder schon ein sehr, sehr hoher Blutdruck. Für die Erwachsenen gelten aber Richtwerte und das, was wir so ein bisschen entkräftigen müssen und wollen, ist auch die Aussage, dass im hohen Alter ein hoher Blutdruck normal ist oder tolerabel ist. Das können wir so nicht mehr sagen. Was ist also normaler Blutdruck und was ist Bluthochdruck? Und da kennen wir die Übersicht, die auch die WHO publiziert hat und die wir hier mal mitgebracht haben aus unseren Guidelines für die Blutdruckeinstellung, auch von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Und die kennen unterschiedliche Kategorien. Alles, was grün ist, können wir als normal bezeichnen. Und wenn Sie moderne Blutdruckmessgeräte zu Hause haben, dann sagt Ihnen das Blutdruckmessgerät auch manchmal, wie der Blutdruck ist.
und der optimale Blutdruckwert liegt bei 120 zu 80 und drunter. Und wir können sagen, dass normaler Blutdruck geht bis 140 zu 90 mm Hg. Alles, was diesen Wert erreicht oder höher ist, klassifizieren wir schon als hohen Blutdruck. Und dann kann man noch unterschiedlich graduieren. Je höher der Blutdruck ist, desto schlimmer, sagen wir, ist die arterielle Hypertonie, Grad 1, 2 und 3. Und das machen wir eben an den gemessenen Werten fest. Also normaler Blutdruck bis 140 zu 90 mm Hg. Alles, was darüber ist, ist Bluthochdruck. Ist Bluthochdruck häufig? Das haben wir schon eingangs in den einleitenden Worten gehört. Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit und Bluthochdruck ist sehr, sehr häufig. Bluthochdruck gehört zu den häufigsten Krankheiten, die wir behandeln, auch in der Klinik. So einen der häufigsten Aufnahmegründen, warum Patienten auch in die Klinik kommen. Und Bluthochdruck nimmt zu, je älter man wird. Bluthochdruck ist also eine Krankheit, die ins mittlere und höhere Lebensalter gehört und auch dort am häufigsten behandelt wird. Aber ich habe schon gesagt, auch Kinder und Jugendliche können an Bluthochdruck leiden. Bluthochdruck macht Symptome oder kann Symptome machen, manchmal macht es eben auch keine Symptome. Eines der häufigsten Symptome mit hohem Blutdruck ist die Luftnot oder die abnehmende oder die schlecht tolerierte Belastbarkeit. Kopfschmerzen können sein, Schwindel können sein, Müdigkeit kann auftreten, Druckgefühl im Brustbereich ist sehr häufig oder auch Druckgefühle im Kopfbereich. Dass man den Herzschlag bemerkt in Ruhe, zum Beispiel am Hals, oder dass man über Ohrensausen und über Ohrengeräusche berichtet oder das auffällt, Übelkeit, Erbrechen, Sehstörungen und Verwirrtheit sind schon Symptome, die Alarmzeichen sind, die wir sehr ernst nehmen müssen, wenn es mit hohem Blutdruck vergesellschaftet ist. Aber hoher Blutdruck, und das ist uns ganz wichtig, macht uns oft keine oder kaum Symptome. Das heißt, wir haben eine sehr häufige Krankheit, die auch Risiken und Gefahren mit sich bringt, werden wir dann auch gleich hören, aber wir können sie manchmal schlecht oder kaum erkennen, weil sie wenig Symptome macht. Also wie können wir dann Bluthochdruck erkennen? Bluthochdruck ist eben tückisch und man sieht ihn nicht und spürt ihn häufig auch nicht. Und das Einzige, was wir machen können, ist, den Blutdruck zu messen, um festzustellen, wie hoch er ist und ob gegebenenfalls eine hohe Blutdruckkrankheit vorliegt. Und die Diagnose Bluthochdruck kann eben gestellt werden auf der Grundlage von Messwerten. Und den kann man messen im Blutdruck, zum Beispiel in der hausärztlichen Praxis oder auch in der Klinik, wenn man wiederholt misst. Aber man kann den Blutdruck auch messen über einen längeren Zeitraum, über die Langzeitblutdruckmessung zum Beispiel. Wir machen das typischerweise über einen Tag oder 24 Stunden. Oder man kann eben den Blutdruck auch zu Hause messen. Und das ist jetzt auch der nächste Punkt, den ich Ihnen nahebringen will und der mir auch wichtig ist. Messen Sie zu Hause hin und wieder Ihren Blutdruck und schreiben Sie den auch auf. Die Selbstmessung oder die Messung durch Angehörige ist ein sehr nützliches Tool und sehr hilfreich, um hohen Blutdruck frühzeitig und gut zu erkennen. Natürlich kann auch der Pflegedienst oder wenn Sie andere Unterstützung zu Hause haben, Blutdruck messen. Das führt mich zu der Frage, den Blutdruck, wie soll man den Blutdruck messen? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und es gibt eben da auch Empfehlungen dazu. Und das möchte ich Ihnen sagen, wie soll man Blutdruck messen? Blutdruck, wie misst man den richtig zu Hause? Das Wichtigste ist, dass Sie sich erstmal hinsetzen und in ruhiger Umgebung versuchen zu entspannen. Das nützt nichts, den Blutdruck zu messen, wenn man gerade einen Kasten Wasser aus dem Keller raufgeschleppt hat, zwei Etagen, und sich dann hinzusetzen und nach dieser kurzen Anstrengung den Blutdruck zu messen, dann messen Sie regelmäßig hohe Werte. Also wichtig, zu Hause hinsetzen, entspannen. Dann gibt es noch so kleine hilfreiche Sachen, Kaffee, schwarzen Tee sozusagen, anregende Flüssigkeiten oder Getränke, das sollte man vermeiden und diese eben körperlichen und seelischen Belastungen versuchen abzustellen. Also Entspannung ist erstmal wichtig. Man kann auch sagen, man sollte es 5 Minuten machen, ne? Also hinsetzen, 5 Minuten warten, entspannen und dann die Manschette anlegen. Die Manschette empfehlen wir immer am Oberarm zu messen, den Blutdruck. Diese Handgelenkmessgeräte haben einige Nachteile, also wenn Sie die Möglichkeit haben, messen Sie mit einer richtig dimensionierten Manschette am Oberarm Ihren Blutdruck. Legen Sie den Arm auf den Tisch, bringen Sie die Oberarmmanschette auf Herzhöhe an, direkt auf der Haut oder auf dünnem Stoff, also auch nicht
den Pullover oder die Jacke anlassen und gucken Sie, dass sie richtig sitzt. Sie sollte nicht zu locker sein, auch nicht zu fest sein. Den Ärmel nicht hochkrempeln, sondern versuchen Sie wirklich, das auf der Haut zu machen oder auf dünnen Anziehsachen. Dann sollte man ein bisschen warten, sich weiter entspannen und dann messen. Man sollte in 1 bis 2 Minuten Abständen 1 oder 2 Mal messen, gucken, dass die Werte ungefähr gleich sind und dann vielleicht auch einen Mittelwert davon bilden. Wenn Sie Vorhofflimmern haben, gibt es unterschiedliche Blutdruckwerte. Das macht das Messen manchmal schwierig. Da sollte man dann manuell den Blutdruck messen, nicht automatisch über die Geräte. Und man sollte an beiden Armen messen. Manchmal gibt es Blutdruckdifferenzen. Auch das ist wichtig zu wissen. Der Blutdruck muss nicht an beiden Seiten gleich sein. Da bitte gucken, dass Sie an beiden Armen einmal gemessen haben. Und wenn es da Blutdruckdifferenzen gibt, dann sollte man sich das auch weiter anschauen, warum das so ist. Es gibt unterschiedliche Krankheiten, die das bedingen können. Messen Sie an beiden Armen. Und schreiben Sie es bitte auf. Das hilft uns in der Klinik sehr, sehr viel weiter und auch Ihren Hausärzten, die dann die Therapie einleiten oder vielleicht auch überwachen müssen, dass die wissen, wie sind die Blutdruckwerte zu Hause eingestellt. Das ist ganz wichtig. Also aufschreiben, was Sie gemessen haben. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder schreiben Sie es einfach auf den Zettel oder es gibt auch Blutdruckpassdokumente oder auch Blutdrucktagebücher, da kann man das aufschreiben. Wie misst man in der Praxis? Da haben wir ja manchmal das Problem, dass wir als Ärzte kommen und sie aufgeregt sind und wir deshalb sehr hohe Blutdruckwerte messen. Und es gibt die maskierte Hypertonie, das heißt, wir messen normale Blutdruckwerte in der Praxis, messen aber dann zu Hause oder im Langzeitblutdruck eben doch deutlich erhöhte Werte. Also beide Dinge sind möglich. Wir können zu niedrig oder zu hoch messen und da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Wir können dem Ganzen aus dem Weg gehen, indem wir in der Praxis sie vielleicht ein bisschen beiseite setzen, dass sie zur Ruhe kommen und dann bei einer ganz entspannten Situation den Blutdruck messen. Oder wir geben ihnen eben die 24 Stunden Langzeitblutdruckmessung mit. Und dort wird der Blutdruck alle 15 bis 30 Minuten gemessen und wir kriegen einen sehr guten Eindruck von Ihrem Blutdruckverhalten über den Tagesverlauf. Also wie sind die Blutdruckwerte am Vormittag, wie sind sie am Nachmittag und wenn Sie es tolerieren, auch die Blutdruckmessung in der Nacht. Was ist wichtig, wenn wir Blutdruck, Bluthochdruck diagnostiziert haben? Was müssen wir uns anschauen? Ich hatte Ihnen eingangs schon gesagt, wir haben immer ein Gefäßsystem und der Blutdruck wirkt natürlich auf die unterschiedlichen Gefäßsysteme im Körper, die unterschiedlichen Organe und kann eben dort auch bestimmte Dinge provozieren und verursachen. Deshalb sollten wir, wenn wir Bluthochdruck gefunden haben, die unterschiedlichen Organe auch einmal anschauen. Also der Augenarzt kann Gefäßveränderungen sehen. Der spiegelt den Augenhintergrund und sieht Veränderungen an den Gefäßen, auch an der Netzhaut. Wir können die Halsgefäße anschauen und atherosklerotische Veränderungen zum Beispiel finden. Wir sollten das Herz anschauen, ein EKG machen und einen Ultraschall des Herzens, um zu gucken, hat der Blutdruck schon Folgeschäden verursacht. Folgeschäden am Herzen, werden wir dann auch noch sehen, sind zum Beispiel, dass das Herz über viele Jahre oder Monate eine hohe Herzarbeit hat und entsprechend sich verändert, strukturell. Der Herzmuskel wird stärker, wird kräftiger, braucht mehr Sauerstoff. Und im weiteren Verlauf oder im längerfristigen Verlauf kann dieser Herzmuskel auch einen Schaden nehmen, wenn er über viele Jahre dauerhaft zu viel arbeiten musste. Wir können die Lunge anschauen, das machen wir häufig, wenn Patienten mit hohem Blutdruck in die Klinik kommen und schauen, staut sich das Blut denn schon zurück in die Lunge? Gibt es schon Herzversagensanzeichen? Wir sollten die Bauchaorta anschauen, weil der Bluthochdruck natürlich die Gefäßwände verändert und häufig auch zu Aussackungen der Gefäße, zu Aneurysmabildung führen kann. Wir sollten den Urin anschauen und die Nieren, weil die Nieren sehr feine Gefäße haben und die Gefäße sehr schnell leiden an hohem Blutdruck. Und dann funktioniert die Niere nicht mehr so, wie sie soll und man verliert zum Beispiel Eiweiße im Urin, die eigentlich nicht in den Urin gehören. Und so kann man schon mit einfacher Technik und Untersuchungsmöglichkeit einen Schaden von Bluthochdruck an den Nieren diagnostizieren. Und der Gefäßultraschall von den Beingefäßen und der Arterien kann eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, also eine atherosklerotische Veränderung an den Gefäßen auch finden. Also Sie sehen, der Bluthochdruck wirkt auf das gesamte System Mensch und macht an unterschiedlichen Organen
unterschiedliches, kann unterschiedliche Erkrankungen verursachen, die wir dann auch noch hören. Das soll es gewesen sein, meine einleitenden Worte zum Bluthochdruck und zur Blutdruckdiagnostik. Wie messen wir Blutdruck? Was ist Bluthochdruck? Und wie entsteht er? Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, freue mich über Fragen, wenn Sie haben, und stehe natürlich dafür gern zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Bietau, für diese sehr schöne Erklärung, für die wichtigen Tipps fürs Messen, für die Erläuterung, was steckt physikalisch dahinter. Also jetzt besteht die Gelegenheit für Fragen direkt an Herrn Bietau. Wir haben auch die Möglichkeit, aus dem Netz Fragen zu beantworten. Herr Dietl, dem ich auch besonders danke für die Organisation der Veranstaltung heute, verfolgt das. Gibt es Fragen dort? Im Moment noch nicht. Hier gibt es eine Frage. Sie stellen sie am besten direkt und ich versuche sie zu wiederholen, damit auch unsere Zuhörer zu Hause die Fragen mitbekommen. Ja, also eine Gürtelrose ist ja eine akute Krankheit, ein entzündliches Krankheitsbild, wo Sie vielleicht auch Schmerzen hatten. Ja. Und wir sehen sehr häufig hohe Blutdruckwerte durch so akute Krankheitsbilder, die auch mit Schmerzen verbunden sind. Wir haben postoperativ viele Schmerzpatienten, die sehr hohe Blutdruckwerte haben, wo der Schmerz behandelt wird und dann gehen die Blutdruckwerte zurück. Aber natürlich solche akuten Krankheitsbilder können Blutdruckentgleisungen verursachen. Sie haben Stress. Ne? In unterschiedliche Richtungen kann das sein, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber vielleicht auch sagen, dass eine Neigung zu hohem Blutdruck da ist und man das gerade durch so ein akutes Krankheitsbild findet. Das kann man auch sagen. Also es kann damit zusammenhängen, gerade mit den Schmerzen. Die Gürtelrose an sich macht aber eigentlich keinen hohen Blutdruck. Also das Virus, was es verursacht, eigentlich nicht. Danke. Noch eine Frage? Wenn nicht, dann ganz herzlichen Dank nochmal. Ich leite dann über und begrüße Herrn Nowak. Herr Nowak ist schon seit mehreren Jahren Mitarbeiter in meiner Klinik. Er steht kurz vor der Weiterbildung zum Kardiologen. Er macht neben der ganzen Diagnostik im Katheterlabor auch sehr viel Stationsarbeit. Und dort ist er mit dem beschäftigt, was sein Thema jetzt auch ist. Er wird Ihnen erklären, nach welchen Krankheiten müssen wir fahnden. Sie werden sich vielleicht nicht wundern, aber es gibt einige Überlappungen zwischen den Vorträgen. Ich finde, das ist gar nicht schlimm, weil das Ganze vertieft und vielleicht auch so dann dazu geeignet ist, Ihnen das gut verständlich zu machen. Herr Nowak, ich bitte Sie zu Ihrem Vortrag. Dankeschön. So, guten Morgen. Mein Thema wäre die häufigste Frage von unseren Patienten eigentlich zu beantworten. So, ich finde das so, dass fast immer, wenn ein Patient mit neuer Diagnose von dem Bluthochdruck kommt oder wenn er schon seit längerer Zeit Bluthochdruck hat und braucht immer mehr neue Medikamente, dann immer früher oder später kommt diese Frage, woher kommt das? Woher kommt dieser Zustand, dieses Problem? Das heißt, welche Erkrankungen führen zu einem Bluthochdruck? Dafür müssen wir, um das zu erklären, wieder ein bisschen zu einer Grundlage kommen. Das heißt, Bluthochdruck besteht von den zwei Kräften, wo eine gegen die andere presst. Von anderer Seite haben wir Blut, welches Druck auf dem Gefäßwand. Und von anderer Seite haben wir unsere Gefäße, welche elastisch sind, welche drücken auch auf dem Blut, kann man sagen. Ja. Und bei normaler Situation, diese Werte kann man messen in diesem Normbereich, über welche hat Dr. Bietau schon besprochen. Bei pathologischer Situation, eine von diesen Kräften oder zweite kann deutlich zu hoch sein. Meistens, und das macht die Antwort für diese Frage so schwierig, beide diese Mechanismen
zusammen funktionieren. Und genau deswegen diese Frage ist so schwierig zu beantworten. Sehen wir auf dieser Grafik, dass nur eigentlich bei 5% unserer Patienten mit Bluthochdruck besteht sogenannte sekundäre Hypertonie und 95% von den Patienten haben primäre Hypertonie. Was bedeutet das? Dass 95% von unseren Patienten haben multifaktorielle Ursache von dem Bluthochdruck. Da kann man nicht nur ein Krankheitsbild finden, welche nach der Behandlung dann kann man normal, Blutdruck normalisieren. Da meistens sind mehrere Ursachen, die zusammen bauen diese zu hohe Blutdruckwerte. Und nur bei 5% von den Patienten kann man die eine Krankheit finden, nach welcher Behandlung kann man Blutdruck normalisieren. Das können irgendwelche Tumoren sein, welche Stresshormone produzieren. Das können zum Beispiel Nierenarterienkrankheiten sein oder Gefäßekrankheiten. Um das genau zu zeigen, wie viele verschiedene Ursachen wir können von dem Bluthochdruck, habe ich da diese Liste geschrieben. Da sehen wir, dass zum Beispiel haben wir da Faktoren, welche wir nicht beeinflussen können, zum Beispiel erbliche Veranlagung oder höheres Alter. Aber dafür kommen sehr viele Risikofaktoren, welche kann man schon beeinflussen, zum Beispiel Übergewicht, Adipositas, schlechte Ernährung, zu viel Salz in unserer Diät, zu viel Alkohol, Rauchen, Stress, Bewegungsmangel, verschiedene Medikamente, vor allem so populäre Schmerzmedikamente, Verhütungsmittel, auch beim Schlafapnoe-Syndrom, das heißt Atemstörungen beim Schlafen, Nierenerkrankungen, Durchblutungsstörungen der Niere, Anomalien von dem Gefäß und vor allem hormonelle Störungen. Darüber würde ich aber später etwas mehr erzählen. Und auch zu viel Lakritz in Diät kann auch hohen Blutdruck verursachen. Und jetzt gehen wir wieder zu diesen Grundlagen. Das heißt, diese alle Faktoren, die verursachen Anstieg von einem oder von dem anderen, von dieser Kraft, über welche habe ich besprochen. Und zum Beispiel, wenn unser Patient schon älter ist, dann kann man sagen, dass seine Gefäße nicht mehr so elastisch sind, die sind meistens auch verkalkt und dann deutlich steigt der Widerstand von dem Gefäß. Das heißt, da steigt dieser Druck, welcher Gefäß auf dem Blut macht. Raucher in Zigaretten haben wir Nikotin und Nikotin ist eigentlich die kräftigste, die stärkste Vasokonstriktor. Das bedeutet, unter Nikotin Gefäße krampfen einfach in unserem Körper und aktiv pressen auf den Blutstrom. Beim Übergewicht, das ist schon etwas mehr komplexe Diagnose, aber ganz einfach kann man das auch erzählen, dass diese ganze Fettmasse, welche im Bauch besteht, die Druck auch auf dem Hauptgefäße und das steigt, das verursacht auch Anstieg von den Blutdruckwerten, aber dafür führen auch hormonelle Störungen beim Patienten mit Adipositas und noch andere Ursachen. Wie besprochen, ich möchte nicht jede einzige Krankheitsbild beschreiben, dafür haben wir nicht so viel Zeit, aber gerne möchte ich diese Pathomechanismen erzählen, diese Pathomechanismen, die Teil in viele verschiedene Krankheiten nehmen und das ist, denke ich, schon wichtiger, um diesen Mechanismus von dem Bluthochdruck zu verstehen. Sehr wichtiger Mechanismus, welcher besteht in unserem Körper, ist verbunden mit dem Salztransport. So mit dem Natrium und Kalium. Um das zu verstehen, muss man das sich so vorstellen, dass zu Natrium sehr gerne kommt Wasser in unseren Körper. Das heißt, mit Natrium fließt auch Wasser zusammen. Und deswegen bei hormonellen Störungen oder beim nicht optimalen Diät, wo zu viel Kochsalz ist, das heißt zu viel Natrium. Und zu viel Natrium findet sich in unserem Blut, da kommt auch zu viel Wasser rein. Und dieses erhöhte Volumen von unserem Blut verursacht erhöhten Druck von dem Blutstrom auf dem Gefäß. Und das ist auch so ein Kreis und eine Kaskade. Das heißt, dieser Blutdruck auf dem Gefäß versucht dagegen kämpfen und wird steifer und dann auch nicht mehr so elastisch. Und deswegen häufig unsere Patienten brauchen immer mehr Medikamente gegen den Bluthochdruck. Das ist eine Kaskade einfach.
Jetzt kommen wir wieder zu dieser Liste, wo wir diese alle Ursachen von dem Bluthochdruck sehen. Da habe ich rot markiert, die alle Ursachen, wo hormonelle Störungen sehr wichtig sind. Das heißt, beim zu viel Alkohol, beim Stress, beim Verhütungsmittel, beim Schlafapnoe-Syndrom, Nierenkrankheiten, zu viel Lakritz, das ist auch ein hormonelles Problem. Und beim erhöhten Hormonenproduktion in unserem Körper. Die erhöhte Hormonenproduktion, wenn wir darüber ganz einfach reden wollen, besteht beim Tumoren, die produzieren Aldosteron, Adrenalin, Noradrenalin, Schilddrüsenhormonen oder Cortisol. Das heißt auch zum Beispiel beim Schilddrüsenüberfunktion kann man erhöhte Blutdruckwerte messen. Da muss man aber auch das so verstehen, dass diese alle Hormonen die Stresshormonen sind. Und eigentlich Aufgabe von diesen Hormonen ist nicht gegen uns zu kämpfen, die stellen uns bereit für den Stress in unserem Leben. Und als Stress meine ich nicht nur Stress im Arbeit, aber alle Situationen, die Stress verursachen. Wir haben über Gürtellose zum Beispiel gesprochen, da dieser Stressfaktor war dieser Schmerz, diese Infektion. Und dieser Zustand verursacht Anstieg von diesen Stresshormonen und sekundär führt für den zu dem Bluthochdruck. Und das wäre in diesem Mechanismus zum Beispiel zu erzählen. Und wie besprochen, diese alle Hormone, die sollten uns bereit machen für den Stress, für die Probleme, für die schwierigen Situationen. Problem kommt, und die sind per se nicht schlecht in unserem Leben. Problem kommt, wenn dieser Stress ist nur, nicht nur so einzige Situation, eine Infektion, welche eine Woche dauert, aber wenn das so prolongierte Situation ist, wo wir kommen in diese Dauerstresssituation. Das heißt, wir leben unter dem Stress, wir leben die ganze Zeit unter dem Druck, beim chronischen Infektionen, beim chronischen Krankheiten. Dann unser Körper merkt nicht mehr, wo ist Normalspiegel von diesen Hormonen. Unser Körper denkt, dass wir brauchen einfach höhere Werte von diesen Hormonen, um ganz normal zu leben. Und dann kann man beobachten, Anstieg von diesen alle Hormonen in unserem Körper und das verursacht auch den Bluthochdruck und das ist eine von den häufigsten Ursachen von dem Bluthochdruck. Deswegen auch Medikamente, welche wir gegen Bluthochdruck benutzen, beeinflussen diese Transportproduktion von diesen Hormonen. Und wie besprochen, die sind nicht schlecht für uns, wir brauchen diese Hormone, um zu leben. Und als Zusammenfassung wollte ich sagen, diese Frage, Herr Doktor, woher kommt das? Woher kommt Bluthochdruck, ist meistens nicht so einfach zu beantworten. Das hat schon mehrere Ursachen. Das bedeutet aber auch, das ist auch nicht so einfach zu behandeln. Da reicht nicht nur eine Ursache zu behandeln, da muss man komplex darüber zu denken. Ein paar Risikofaktoren können wir nicht beeinflussen, wie unsere Alter oder Genetik, so Familiengeschichte, aber zum Beispiel gegen dem Übergewicht, gegen dem Nikotinkonsum, beim falschen Diät, da kann man schon diese Kleinigkeiten optimieren und dadurch auch unsere Blutdruckwerte anpassen. Und das war's von meiner Seite. Dankeschön und ich warte für Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Nowak, für diese Übersicht über die verschiedenen Erkrankungen, die Bluthochdruck verursachen, begünstigen, auch wenn, wie Sie ja schön ausgeführt haben, wir dort bei der großen Mehrzahl nicht fündig werden, heißt es doch, dass wir eine Reihe von Untersuchungen machen können und müssen. Wer hat Fragen an Herrn Nowak? Im Moment gibt es noch keine Frage, weder an Herrn Dietl, auch aus dem Netz noch keine Frage. Sie können sich diesen Vortrag, wie alle anderen im Übrigen, auch wenn Sie hier sind und heute alles vor Ort verfolgen, zu Hause auch nochmal nachschauen, wo Sie dann vielleicht manche Dinge noch einmal vertiefen können oder manches entgeht einem jetzt durch die Fülle der Informationen. Gut, aber dann vielen herzlichen Dank an Sie und ich leite weiter, begrüße als nächsten Referenten Herrn Schaller. Herrn Schaller kennen viele von Ihnen schon, weil er unsere
unseren Herztag seit vielen Jahren schon als Referent hier begleitet. Herr Schalle ist bei uns zuständig für die Bildgebung, für den Herzultraschall, für die Cardio-MRT-Untersuchungen und natürlich auch für die Betreuung der Patientin. Ich denke, keiner ist mehr prädestiniert als er, um uns über die Folgen von zu hohem Blutdruck jetzt aufzuklären. Und ich übergebe gerne Ihnen das Wort jetzt. Vielen Dank, Herr Chefarzt. Guten Tag, liebe Besucher und Zuhörer auch von meiner Seite. Herz unter Druck, Folgeschäden, ist Bluthochdruck gefährlich? Den Vortrag habe ich gegliedert in zunächst nochmal grundlegende Mechanismen über die Folgen des Bluthochdruckes, dann weiter zu lebensbedrohlichen Komplikationen und allgemeinen Folgeschädigungen. Eine Reihe von Faktoren, das haben wir gerade schon gehört, durch die Vorredner, führt zu einer Gefäßverengung, was in der Folge eine Gefäßwandverdickung mit Einlagerung von Bindegewebe nach sich zieht. Und wenn das eine ganze Zeit lang besteht, führt es durch eine Zunahme der Gefäßwandverdickung zu einer Behinderung des Blutstromes und Verhärtung der Gefäßwand, sodass wir dann in einem Teufelskreis sind, der sich immer weiter fortsetzt, sodass eine zunehmende Verengung der Gefäße voranschreitet, die dann in einem drohenden Gefäßverschluss mündet. Die Folgen des Bluthochdruckes sind dabei vielfältig und betreffen alle Bereiche und Organsysteme, die von Blutgefäßen versorgt werden, nicht alleine nur das Herz, sodass wir dann eben auch von der Schaufensterkrankheit reden, dass das Zurücklegen einer bestimmten, vielleicht auch geringen Distanz für den Erkrankten dann nicht mehr so einfach möglich ist. Es kann zu Sehproblemen führen, Herzrhythmusstörungen, aber auch kognitiven Beeinträchtigungen, wenn wir an das Feld der demenziellen Erkrankungen denken. Lebensbedrohliche Komplikationen des Bluthochdruckes, den man ja eigentlich gar nicht so sehr merkt, ist zum Beispiel die Aortendissektion. Die Aorta ist unser hauptblutversorgendes Gefäß. Es hat einen Durchmesser von 20 bis auch 30 mm im Körper. Die Flussrate ist entsprechend hoch. Und bei Blutdruckspitzen kann dieses Gefäß einreißen oder sogar durchreißen. Wenn Sie, wir haben hier, man sieht es jetzt nicht, wir haben hier die Körperschlagader, die Aorta, macht so einen fragezeichenartig gewundenen Verlauf. Und das, was ich hier mit meinem Pointer abfahre, ist das normale Lumen. Kommt es zu einer Blutdruckspitze bei einem vorgeschädigten Gefäß, kann dieses Gefäß an verschiedenen Stellen einreißen. Damit führt es zum Eindringen von Blut in den Gefäßraum und es wühlt sich regelrecht nach unten und koppelt somit die inneren Organe von der Blutzufuhr ab, sodass Organversagen und irreparable Schäden in wenigen Minuten resultieren oder auch wenigen Stunden. Das Ausmaß der Schädigung ist dabei abhängig vom Ort der Gefäßwandverletzung. Sie können sich vorstellen, je höher das in Herznähe passiert, desto ausgeprägter ist das Schädigungsverhalten. Denn hier, diese drei Gefäßabgänge sind nichts anderes als die zuführenden Blutgefäße für unser Gehirn. Wenn diese abgekoppelt werden, können Sie sich vorstellen, dass dann extreme Schädigungsmuster resultieren. Durch eine Notoperation kann zwar im Einzelfall das Leben des Patienten gerettet werden, ob er aber wirklich unbeschadet aus dieser Notsituation herauskommt, bleibt offen. Lebensbedrohliche Komplikationen, eine zweite, die Hirnblutung. Ähnlich der gerade vorgestellten Aortendissektion kann es dabei zu einem Einreißen des Hirngefäßes kommen. Blut tritt aus in das Gehirn und schädigt dieses
irreparabel. Die Symptome können dabei zwar zunächst einem Schlaganfall ähneln, aber auch gravierender sein, dass der Patient unmittelbar einen schweren Kopfschmerz verspürt und dann ohnmächtig zu Boden geht. Dieses Erkrankungsbild kann innerhalb von Stunden oder auch über die Folgeschädigungen über Tage zum Tode führen und, wenn der Patient überlebt, dauerhafte und schwere Einschränkungen von Gehirnfunktionen mit sich bringen im Hinblick auf Schwerbehinderung und Pflegebedürftigkeit. Hier auf den Bildern zu sehen, ein erweiterter Bereich einer Hirnarterie, der ist in der Wand meistens dann ausgedünnt und wenn eine Blutdruckspitze zum falschen Zeitpunkt mit den falschen Scherkräften einwirkt, kommt es zum Reißen des Gefäßes und zum Austritt von Blut in das Gehirn. Eine weitere unmittelbar lebensbedrohliche Komplikation des Bluthochdruckes kann über das vorhandene Schädigungsmuster Arterienverengung der Herzinfarkt bedeuten. Das Dia, was ich zum Eingang schon gezeigt habe, zeigt eine zunehmende Gefäßwandverdickung durch die Mechanismen, die zugrunde liegen. Wenn eine Blutdruckspitze eine solche Gefäßwandverengung einreißt, kann es zu deren Verschluss führen und einzelne Herzmuskelbereiche, die von der Blutversorgung dieses Gefäßes abhängen, können dadurch absterben. Dies führt unmittelbar häufig zu bösartigen Rhythmusstörungen. Der Patient wird bei Kammerflimmern oder einer sogenannten ventrikulären Tachykardie kurz schwindelig, dann wird er ohnmächtig und wenn der Zustand anhält, dieser Rhythmusstörung, verstirbt er recht plötzlich. Andere Komplikationen dieses Gefäßverschlusses können unmittelbar auch in relativ rascher Folge zum ursprünglichen Ereignis der Riss der Herzwand sein, was dann auch zum Tode führen kann. Betrachtet man das Gehirn, gibt es eine Vielzahl von Folgeschäden, die sich durch Blutdruck hier zeigen können. Es ist mit Abstand der wichtigste Risikofaktor für Hirnerkrankungen, Bluthochdruck. Durch Schädigung kleiner Gehirngefäße, die wir vielleicht gar nicht auf Angiografiebildern darstellen können, werden Gehirnareale geschädigt, sodass Einschränkungen der Hirnfunktion resultieren, Merkfähigkeit zum Beispiel oder auch Rechenfähigkeiten. Verengungen der Halsschlagader können im Verlauf auftreten. Wir sehen das hier, die Halsschlagadern führen am Hals vorbei, speisen eine Seite des Gehirnes, wenn diese zunehmend kleineren Gefäßdurchmesser durch Verkalkungen aufweisen, kommt es zu Durchblutungsstörungen und ähnlich dem gerade eben vorgestellten Herzinfarkt, dann kann es auch an dieser Stelle zu einem akuten Verschluss führen. Aber auch Bluthochdruck kann über Erkrankungen des Herzmuskels das Gehirn betreffen, nämlich wenn als Folgeerkrankung eines Bluthochdruckes Vorhofflimmern auftritt, in dessen Folge sich dann im Herzen selbst Blutgerinnsel bilden können, die dann unter ungünstigen Rahmenbedingungen ausgeschwemmt werden und durch Blutungsstörungen in allen Bereichen des Körpers auslösen können, aber eben auch im Gehirn und in einen akuten Schlaganfall auslösen können. Am Herzen, wir haben das schon gehört, kann dauerhafter Bluthochdruck, der nicht behandelt ist, zu einer Herzschwäche führen. Wir unterscheiden im Herzzyklus zwei Phasen, einmal die Füllungsphase, das ist die Diastole, und die Auswurfphase, das ist die Systole. Beide können durch den Bluthochdruck, der dauerhaft besteht, geschädigt werden und zu Herzschwäche führen. Zu einer Herzmuskelverdickung kann es kommen, was die eben genannten Punkte noch begünstigt. Die koronare Herzkrankheit wird begünstigt. Das Beispiel des Myokardinfarktes habe ich schon vorgestellt. Und über diese Folgeerscheinungen, vor allem der Herzmuskelverdickung und Herzschwäche, kann vor allem Vorhofflimmern als Herzrhythmusstörung begünstigt werden. Nicht zuletzt sehen wir häufig auch Patienten, die mit
Störungen der Kontraktionsfähigkeit des Herzens zu uns kommen, für die wir keine Gefäßursache, also keine Ursache der großen Gefäße im Herzkatheter feststellen können, aber durch Einschränkungen der Kontraktionsleistung in ganz definierten, einzelnen, bestimmten kleinen Bereichen darauf hinkommen, dass wir die kleinsten Gefäße geschädigt sehen. Wie sieht das aus? Wir sehen hier mal ein MRT-Bild aus unserem. Das hat funktioniert. Wir sehen also ein MRT-Bild eines Patienten. Wir sehen MRT-Bilder eines Patienten mit Bluthochdruck. Was fällt hier auf? Wir sehen zunächst nur eine gute Kontraktionsleistung des Herzens. Wir würden hier etwa sagen, dass die Pumpfunktion, die systolische Auswurfleistung des Patienten hier ca. 60% beträgt. Aber uns fällt auch etwas anderes auf, nämlich dass die Herzwände hier schon recht kräftig sind. Und wenn man noch einmal... Das nächste. Naja, schade. Man sieht, dass die Herzmuskulatur hier schon etwas verdickt ist. Und wenn man genau hinschaut, uns Kardiologen fällt das etwas mehr auf, dass wir dann hier auch schon vergrößerte Vorhöfe, vor allem den linken Vorhof sehen. Und solche vergrößerten Vorhöfe sind dann häufig auch die Ursache für Vorhofflimmern. Und wenn ein Herz lange Zeit diesen hohen Belastungen von Bluthochdruck ausgesetzt ist, dann wird es genauso gehen wie bei körperlicher Arbeit. Der Muskel wird verdicken. Er wird also ein Anpassungsverhalten an seine Belastungen finden, er wird also dicker. Wenn weiterhin dieser Zustand des Bluthochdruckes nicht behandelter Art besteht, kann das aber über Jahre dann eben auch zum nächsten führen. Das sind MRT-Aufnahmen. Laufen nicht. Das tut mir leid, aber die MRT-Aufnahmen hier hätten an dieser Stelle eine eingeschränkte Pumpfunktion mit einem deutlich erweiterten linken Herzen gezeigt. Wir sehen das hier. Die Herzkammer zeigt weiter das verdickte Myokard. Und wir sehen aber im Vergleich zum Vorfeld, dass dieser Diameter viel größer ist, die Herzkammer sich also praktisch nochmals erweitert hat und der linke Ventrikel, der linke Vorhof, Verzeihung, noch einmal deutlich an Größe zugelegt hat. In der Videosequenz würden wir sehen, dass wir entgegen der ersten Darstellung eine deutlich eingeschränkte linksventrikuläre Pumpfunktion, Auswurf feststellen könnten, während wir beim ersten Patienten von etwa 60% ausgegangen sind, zeigt das quantitativ bei der Auswertung bei diesen Patienten tatsächlich eine Auswurfleistung von nur noch 24%.
Weitere Folgeschäden können an den Nieren auftreten. Wir haben dazu schon ein paar Worte gehört. Chronische Verschlechterung der Nierenfunktion, einmal durch Gefäßwandverdickung und Zunahme gewissermaßen einer Minderdurchblutung der Nieren, aber auch durch direkte Einwirkung mechanischer Art des Bluthochdruckes kann die Filterfunktion unserer Nieren geschädigt werden, indem einfach dieser Filter, dieser kleine Gefäßfilter regelrecht zerstört wird. Nicht durch atherosklerotische Prozesse, sondern direkt durch die Einwirkung des Blutdruckes, was dann zu Verlust von Eiweißen führt, was in der Folge weitere Mechanismen in Gang setzt, die einen hohen Blutdruck bedingen. Auch an den Augen kann sich Bluthochdruck manifestieren, wenn er unbemerkt besteht, denn die Sehfähigkeit kann durch Gefäßverengungen und nachfolgende Einblutungen und Gefäßverschlüsse nachlassen, dass die Retina, unsere Netzhaut, irreparabel geschädigt wird, was wir als hypertensive Retinopathie bezeichnen. Kommen wir zum Ausgang zurück. Ist Bluthochdruck also gefährlich? Das können wir beantworten mit einem Ja. Können Sie etwas dagegen tun? Auch davon haben wir schon etwas gehört. Auch da müssen wir sagen, ja. Und können wir als Ärzte und Therapeuten auch was dagegen tun? Auch da gibt es ein ganz klares Ja. Und das ist Gegenstand der folgenden Beiträge. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Schaller, für diese Erläuterungen, für das, was diejenigen erwartet, die ihren Bluthochdruck entweder nicht erkennen oder erkennen, aber nicht behandeln. Wer hat Fragen für Herrn Schaller? Bitte schön. Ich wiederhole die Frage erstmal. Vielen Dank für alle, die im Netz uns zuhören. Die Frage lautet, ist der Blutdruck im Körper überall gleich oder gibt es dort bestimmte Unterschiede? Es gibt Unterschiede. Die inneren Organe halten den Blutdruck in etwa bei dieser Marke von 120 mm Hg konstant, während wir aber an den Extremitäten zum Beispiel verringerte Blutdruckwerte feststellen. Also wenn wir auf Herzhöhe am linken Oberarm einen Blutdruck von 120 systolisch messen, ist er unten in den Fingerspitzen meistens nur noch so um die 100 mm Hg und in den Fußzehen dann auch etwa bei 90 mm Hg. Noch eine Frage aus der Runde hier. Bitte schön, ganz hinten, ja. Ich habe die Frage so verstanden, ist Rechtsschenkelblock ein Problem? Beantworten wir gerne, hat aber mit Bluthochdruck zunächst mal gar nichts zu tun. Es ist eine Frage der Elektrik des Herzens. Ich beantworte die Frage, wenn Sie erlauben, gleich selbst. Das bedeutet, dass der elektrische Impuls, der in der rechten Vorkammer entsteht, beim Rechtsschenkelblock nicht gleichmäßig über die beiden Herzkammern sich ausbreitet, sondern auf der rechten Seite unterbrochen ist. Aus vielfältigen Gründen kann das passieren, ist aber, wenn man die Störung für sich alleine nimmt, nicht als Krankheit zu bezeichnen, kommt aber in Verbindung mit manchen Erkrankungen vor, zum Beispiel mit einer chronischen Lungenerkrankung oder auch mal nach einem Herzinfarkt kann es passieren. Aber noch einmal, mit Bluthochdruck eigentlich hat es nichts zu tun. Eine weitere Frage, eine Frage aus dem Netz. Genau, wir haben eine Frage auf YouTube. Peter H. fragt, ich hatte zu Ostern 2023 einen Herzinfarkt. Seit ungefähr zwei Wochen eskaliert mein Blutdruck von heute auf morgen. Wert von 215 zu 102 früh. Am Tag geht er etwas zurück auf ungefähr 160 zu 98. Was ist das? Und gleich die Nachfrage, kann das vom Morphium 30 Milligramm und Schmerzmitteln kommen? Vielen Dank. Ich wiederhole die Frage vielleicht ein bisschen verkürzt noch. Also ein Zuhörer im Netz fragt uns, er hat einen Herzinfarkt gehabt und einige Zeit danach
hat er einen starken Blutdruckanstieg bekommen. Dieser Blutdruck war dann wechselnd, war am nächsten Tag wieder geringer, also nur noch leicht erhöht oder mäßig erhöht mit 160. Und er hat angefügt, dass er offenbar Schmerzen hatte und dass er Schmerzmittel eingenommen hat. Vielleicht, Herr Schaller, mögen Sie die Frage beantworten? Ich versuche es, gerne. Was das ist, kann eine Reihe von Stressoren aktuell wieder bei Ihnen vorliegen, zum Beispiel Schmerzen, aber auch infolge Ihres zurückliegenden Herzinfarktes eine Einschränkung der linksventrikulären Funktion, sodass es vielleicht zu einer Überwässerung kommt, die dann den Blutdruck wieder hochtreibt. Unbehandelt sollte man das nicht lassen, sodass ich empfehlen würde, den Arzt aufzusuchen, gegebenenfalls auch den Kardiologen, der sie auch klinisch einmal anschaut, um solche Auswirkungen festzustellen und gegebenenfalls auch ihre Dauermedikation anzupassen. Und sicherlich können auch die Schmerzmittel, die der Zuhörer eingenommen hat, den Bluthochdruck auch mit begünstigt haben. Ne? Bestimmte Schmerzmittel können das tun, insbesondere die NSAR, was wir landläufig kennen, Diclofenac, Valtaren oder Ibuprofen-Tabletten sind in der Lage, den Blutdruck immens in die Höhe zu treiben und dann auch zu Verschlechterungen der chronischen Herzinsuffizienz, zum Beispiel auch nach einem Myokardinfarkt, zu führen. Morphin ist hier ein Morphinpräparat, das deutet auch darauf hin, dass der Zuhörer recht starke Schmerzen hat, stehen da eher weniger im Fokus, sind aber langfristig gesehen für unsere Herz-Kreislauf-Patienten durch Verschleierung von möglichen Symptomen auch nicht unbedingt risikofrei. Genau, genauso wie auch die Schmerzen selber den Bluthochdruck oder den krisenhaften Anstieg begünstigt haben können. Gut, haben wir noch eine Frage vor Ort oder auch von außen? Ich sehe im Moment keine. Dann würde ich Sie jetzt in eine kleine Pause entlassen. Wie angekündigt, machen wir das kurz und treffen uns um 11.15 Uhr hier wieder mit dem nächsten Vortrag. Nutzen Sie also die Gelegenheit, um vielleicht etwas zu trinken. Sie können sich auch schon einmal umschauen. Aber noch einmal, Sie werden, denke ich, die meiste Zeit im Anschluss an die Vorträge dann noch haben können, um dann die einzelnen Beiträge hier noch vor Ort zu inspizieren. Also kurze Pause bis etwa 11.15 Uhr. Vielen Dank.
geben wir Signal, wenn es weitergeht. So, es ist mir immer eine ganz besondere Freude, meine Frau anzukündigen heute. Nicht, weil sie meine Frau ist, sondern weil sie, denke ich mal, als Betreuerin von mehreren Herzsportgruppen einen, glaube ich, wichtigen Beitrag leistet für ihre Herzgesundheit. Und heute ist sie gekommen, um sie ein bisschen aufzumuntern. Aufzumuntern für die nächsten drei Beiträge. Und es geht gleich los. Gehen Sie auf Ihre Plätze. Und an alle, die zu Hause zuhören, auch Sie können vielleicht bei den Übungen mitmachen. Das können wir jetzt nicht so gut kontrollieren, aber ich hoffe, es macht Spaß. Bitte schön. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Raum und auch zu Hause. Und wir fangen gleich an. Wir fangen an im Sitzen. Sie nehmen wieder Platz auf Ihrem Stuhl. Und das Erste, was wir machen, ist, dass wir mal ein bisschen nach vorne rutschen an die Stuhlkante, sodass Sie frei sitzen. Jawohl, Sie können die Hände auf die Knie legen. Die Füße stehen etwa hüftbreit, das heißt, es ist so ein bisschen Platz zwischen den Füßen. Und da fangen wir mal an, immer bei einem Fuß die Zehenspitzen zu heben und beim anderen die Fersen. Und dann haben wir so eine Wippbewegung an den Füßen. Das ist schon die erste Koordinationsübung. Einfach hin und her wippen. An einem Fuß hebt sich immer die Zehenspitze, am anderen Fuß die Ferse. Jawohl. Und da werden wir ein bisschen schneller. Tack, 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 tack. Jawohl, sehr schön. Das ist ein schönes Geräusch. Jawohl, weitermachen. Und dann haben wir schon mal die Venenpumpe schön in Betrieb, ne? Jawohl, durch das An- und Entspannen der Wadenmuskulatur fördern wir den Rückstrom des Blutes zum Herzen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt merken Sie schon langsam in den Waden, dass die Beine was machen. Und Sie lassen die Füße mal ruhen, strecken ein Bein aus und kreisen mit dem Fuß. Sie haben Platz. Die Stühle sind recht weit gestellt. Und wir ändern mal die Richtung. Jawohl. Und dann nehmen wir gleich das andere Bein und das gleiche auch mit dem Fuß kreisen. Und Richtung ändern. Ups. Und aufstellen. Jawohl. Gut, als nächstes stehen wir auf. Ja, sind wir schon ein bisschen frisch, lockern uns ein bisschen. Locker, locker, locker. Und dann fangen wir an und kreisen mit der rechten und mit der linken Schulter im Wechsel nach hinten, nach hinten. Nach hinten, nach hinten, nach hinten. Jawohl. Und es wird so eine richtig schöne große Bewegung. Jawohl. Kreisen Sie mit den Schultern. Der Schultergürtel bewegt sich. Wer jetzt recht nah zusammensteht, geht ein bisschen auseinander, denn jetzt nehmen wir die Ellbogen dazu. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Jawohl, nach hinten, großen Kreis mit dem Ellbogen. Jawohl, sehr schön. Und Arme mal in die Luft. Jawohl, alle sind da. Und Arme runter. So, jetzt sind wir schon ein bisschen frisch. Jetzt können wir anfangen mit den Füßen. Fangen an, erstmal vorne Ferse. Die Ferse im Wechsel. Tack, 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 tack. Nach vorne, Ferse aufsetzen. Im Wechsel. Jawohl. Das klappt. Zur Seite. Tipp, 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 tipp. Ja, das ist schon ein bisschen schwieriger, ne? Man muss das Gewicht immer wieder verlagern. Zur Seite, tipp, 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 tipp. Und jetzt nach hinten, tipp,
Tipp, Tipp nach hinten. Tipp, 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 Tipp. Haben Sie genügend Platz? Wunderbar. Jawohl, jetzt kennen wir alle Bewegungen. Wir bleiben wieder stehen. Jetzt kombinieren wir das. Linkes Bein ist unser Standbein. Rechtes Bein macht vorne Tipp, seitlich Tipp, hinten Tipp, ran. Rechtes Bein vorne, linkes hinten, ran im Wechsel. Vorne, Seite, hinten, ran. Vorne, Seite, hinten, ran. Vorne, Seite, hinten, ran. Vorne, Seite, hinten, ran. Jeder in seiner eigenen Geschwindigkeit. Tack, tack. Tack, tack, tack. Es ist für manche gar nicht so einfach von der Koordination her. Jawohl, weitermachen. Immer wieder wechseln. Und wir können noch etwas schneller werden für die, die es gut können. Da trainieren wir auch gleich das Gleichgewicht ein bisschen mit. Jawohl. Und noch einmal auf jeder Seite. Und Pause. Und dann marschieren wir mal auf der Stelle. Marschieren, marschieren, marschieren. Jawohl. Knie hochziehen. Probieren Sie mal aus. Können Sie die Knie hochziehen oder steht ein Stuhl im Weg? Wenn ein Stuhl im Weg steht, wegschieben. Jawohl. Hoch die Knie. Hoch die Knie. Und jetzt nehmen wir meinen Ellbogen ans Knie. Diagonal. 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 Ja, ist gar nicht so einfach. Diagonal. Diagonal bedeutet, das rechte Knie berührt den linken Ellbogen und das linke Knie den rechten Ellbogen. Diagonal. Diagonal. Tun Sie einfach im Kopf erstmal vorbereiten, welches Knie muss an welchen Ellbogen. Und dann machen Sie das. Hopp. Wieder vorbereiten im Kopf und hopp. Vorbereiten im Kopf und hopp. Vorbereiten im Kopf und manche bereiten vor und machen es immer noch falsch. Und wir marschieren wieder. Aber da sieht man, dass der Herzsport nicht nur das Herz trainiert, den Blutdruck senkt, den Blutzucker beeinflusst, sondern wir im Herzsport auch die Koordination verbessern, das Gleichgewicht verbessern und natürlich Spaß haben. Okay, eine neue Übung kommt. Das Bein geht hoch, welches ist mir egal, wieder runter und die Arme gehen hoch. Das andere Bein geht hoch und die Arme gehen hoch. Bein geht hoch, Arme hoch, Bein hoch, Arme hoch, Bein hoch. Und auch da werden Sie merken, man hat so einen Mechanismus, dass immer die Arme und das Bein gleichzeitig hoch wollen. Und wenn Sie sich mal genau beobachten, wenn Sie das vielleicht merken, dass Sie gar nicht so auf der richtigen Linie sind. Wenn nämlich beide Beine unten sind, sind die Arme oben. Und wenn ein Bein hoch ist, sind die Arme unten. Ja, genau. Jawohl, ist gar nicht so einfach. Und, tschak, wir werden ein bisschen schneller für die, die es können. Die anderen müssen noch vorbereiten. Jawohl. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Gut, und wieder marschieren auf der Stelle. Wunderbar. Okay. Und dann nehmen wir mal die Hände auf die Knie. Ein bisschen breitbeinig stehen, Hände auf die Knie.
Und jetzt atmen wir tief ein durch die Nase und durch den Mund aus mit Lippenbremse. Lippenbremse bedeutet, dass ein kleines Luftkissen entsteht zwischen den Lippen und den Zähnen. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Einatmen durch die Nase, ausatmen mit Lippenbremse. Einatmen und ausatmen. Okay, jetzt nehmen wir aus dieser Stellung mal einen Arm nach vorne. Schauen Sie ruhig in die Runde, gucken Sie nach mir. Und wieder runter und die andere Seite geht auch hoch. Ja, schön. Und wieder runter und wieder hoch. Ja, genau. Und noch einmal auf jeder Seite. Und nochmal. Jawohl. Und wieder aufstehen. Und die Arme mal in die Luft und regeln Sie sich nochmal. Regeln Sie sich nochmal. Regeln, regeln, regeln. Und mal die Arme pendeln. Ganz locker, locker. Jawohl. Gut. So, ich bedanke mich bei Ihnen. Wir sind fertig. Sie haben sehr schön mitgemacht. Jetzt haben Sie einen kurzen Eindruck davon gekriegt, was wir im Herzsport so alles machen. Natürlich ist es im Herzsport mit sehr viel mehr Bewegung, Laufen, verbunden auch mit Spielen. Und wie gesagt, in den Gruppen ist noch Platz. Wir können noch Leute aufnehmen. Das nur zur Anregung. Herzsport muss vom Arzt verordnet werden. Sie brauchen ein Rezept von Ihrem Kardiologen oder von Ihrem Hausarzt dazu. Ja. Wie gesagt, es ist noch Platz, Donnerstag und Freitag. Und es gibt auch weitere Herzgruppen, die an anderen Tagen stattfinden in Plauen. Ihre Krankenkasse weiß darüber Bescheid. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, vielen Dank für das Aufmuntern und für diese Tipps. Nehmen Sie es mit, nehmen Sie es für zu Hause mit. Wir werden über den Bedarf an Bewegung in einem der späteren Vorträge noch hören. Jetzt gebe ich aber erstmal weiter an Herrn Dr. Kreitschik. Herr Kreitschik, ich habe ihn gerade eben aus dem Katheterlabor herausgefischt. Der war mit einem Notfall beschäftigt und wir konnten es jetzt so organisieren, dass die beiden Referenten, die vorhin zu Ihnen gesprochen haben, jetzt übernommen haben, sodass Herr Kreitschik seinen Beitrag hier präsentieren kann. Er erklärt Ihnen, wie Sie hohen Blutdruck mit Medikamenten behandeln können, was wirkt vielleicht nicht und vielleicht auch müssen wir mit Nebenwirkungen rechnen. Herr Kreitschik, bitteschön. Dankeschön, Herr Chefarzt Fürhorth. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will Ihnen ein paar Worte über die Medikamente nehmen, weil wenn ich habe, ich bin ganz sicher, mindestens halbe von Ihnen nimmt schon Medikamente gegen hohen Blutdruck. So, vor dem, dass wir anfangen, ich habe ein paar provokative Fragen. Erste, bei welchem Blutdruckgrenzwert ist eine medikamentöse Behandlung notwendig, beziehungsweise sollte diese erwogen werden? Zweite, wie tief sollte der Blutdruck gesenkt werden? Und dritte, welche Maßnahmen sollten zur Blutdrucksenkung zum Einsatz kommen? Ich hoffe, am Ende, wenn ich bin fertig, kriegen Sie Antworten. Blutdruck. Ich denke, die Kollegen haben schon ein paar Worte Ihnen gesagt, dass uns interessiert zwei Werte, der erste und zweite. Der erste heißt systolischen Wert, bei unserem Blutdruckgerät ist das ganz oben und der zweite Wert, das diastolische Wert, das ist Mitte. Also, wann beginnen? Wir haben hier eine Tabelle und bei Menschen bis 65. Lebensjahr darf Blutdruck nicht über 140 mm Hg sein. Beim älteren Menschen, wo wir reden über 80 Jahre, wir sind ein bisschen benevolenter und dann darf nicht höher als 160 mm Hg sein. Diastolische ist bei allen Gruppen tolerabel bis 90.
Also, wie tief sollte der Blutdruck gesenkt werden? Das ist eine klare Antwort, weil wir kriegen im Alltag verschiedene Antworten von Patienten, die denken, die sind gut eingestellt. Eigentlich darf Blutdruck nicht höher als 130 mm Hg sein bei Menschen in Altersgruppe bis 65. Lebensjahr. Beim Alteren wir tolerieren ein bisschen mehr, das darf bis 140 sein. Welche Maßnahmen sollten zur Blutdrucksenkung zum Einsatz kommen? Prinzipiell ist am ersten Punkt Lebensstil. Der zweite, das sind die Medikamente. Und im sehr seltenen Fällen, wo wir kriegen den Blutdruck nicht im Reihe, konnten wir über neue innovative Maßnahmen in Medizin reden, und das ist vor allem die renale Denervation. Lebensstil. Das ist ein interessantes Wort. Was denken Sie, was bedeutet Lebensstil ändern? Oder was ist Ziel von Lebensstil ändern? Änderung. Sagen Sie Meinung. Bewegung. Noch etwas? Also ich war ganz nicht in Vorstellung klar, was bedeutet Lebensstil ändern. Dann habe ich im Google geschrieben Lebensstil. Und dann habe ich dieses schöne Bild gefunden. Und ich denke, der sagt alles. Das müssen Sie glücklich sein, nicht Übergewicht sein, Sie dürfen nicht rauchen. Mit Alkohol konnten wir reden. Also, Medikamente. Welche soll man nehmen? Im Alltag, oder kennen Sie sicher auch andere Patienten, die nehmen verschiedene Medikamente. Wenn wir jetzt anfangen zu reden, was Sie nehmen für Medikamente, ich bin ganz sicher, jeder nimmt etwas anders. Aber das hat alle seine Regeln, und diese Regeln sind schon geschrieben in dieser schönen Broschüre, die heißt Management der arteriellen Hypertonie. Und das sind die Empfehlungen von der European Society of Hypertension, Europe Society of Cardiology. Und diese Empfehlungen wurden auch übernommen in Deutsche Kardiologische Gesellschaft und Deutsche Hochdruckliga. Also Medikamente. Die meisten hypertensiven Patienten benötigen zusätzlich zu Lebensstilinterventionen eine medikamentöse Therapie, um eine optimale Blutdruckkontrolle zu erreichen. Für die Routinebehandlung der Hypertonie werden 5 Hauptsubstanzklassen empfohlen. Die nehmen als Wirkstoffe Klasse 1. Wir haben auch andere, sagen wir so, Reservemedikamente, wir benutzen aber immer Notfälle, das bedeutet im Krankenhaus auf Intensivstationen, nicht im Alltag zu Hause. Also die Gruppen, der erste, das sind die ACE-Hämmer, zweite sind Sartanen, dritte Beta-Blocker, obwohl die Beta-Blocker im Routine sind auch langsam schon reduziert, das hat auch seine Gründe, das konnten wir später reden. Vierte Gruppe sind Calcium-Kanalblocker und der fünfte größte Gruppe sind Diuretika, Wassertabletten. Warum wir haben so viele Gruppen? Also die Medikamente wirken auf verschiedene pathophysiologische Wege. Also am meisten das sind die Gefäße, weil dort kommt zu Hochblutdruck, dann Nieren, Herz und auf Gehirn. Fangen wir mit der ersten Gruppe, das sind die ACE-Hämmer, und gleich nehmen wir auch die zweite Gruppe, Sartane. Die sind sehr ähnliche. Medikamente reduzieren stark Gefäßveränderungen, Hormons Angiotensin 2. Die Sartane sind sehr ähnlich wie ACE-Hämmer, nur haben einen Vorteil, die machen wenige Nebenwirkungen, und zwar, die machen keinen trockenen Husten. Zu gehäuften Komplikationen gegen trockenen Husten gehört auch ein Angioödem. Das ist ein furchtbares Wort, aber bedeutet nichts anderes, nur eine Schwellung auf Zunge und Hals. Und das ist lebensbedrohlich, wo konnten Patienten nicht richtig atmen. Was muss man anpassen beim jedem Medikament gegen Hochblutdruck? Das sind die Elektrolyten. Und das ist, wir sind sehr vorsichtig, vor allem bei Patienten mit Nierenschwäche. Und das ist wahrscheinlich auch beim Hausarzt immer gemacht, die Kontrolle von Blut. Und sehr wichtig sagen, diese Gruppe darf nicht bei Schwangeren einsetzen, weil die sind teratogen, also sind lebensbedrohlich für Fetus.
Zweite Gruppe, Calciumblocker. Calcium-Kanalblocker verhindern Zusammenziehen der Blutgefäße. Meist werden Amlodipin und Lercandipin, das sind zwei große Gruppen, die wahrscheinlich kennen Sie auch. Dazu kommt auch eine kleine Gruppe von Verapamil und Diltiazem, aber diese Medikamente lassen wir bitte vom Kardiologen nicht von Haus aus schreiben. Beta-Blocker. Beta-Blocker meist verordnet sind Metoprolol und Bisoprolol in Menge von 5 mg. Nebivol und Carvedilol wirken darüber hinaus auch gefäßweitend und sind sinnvoll bei Patienten mit Gefäßerkrankungen, zum Beispiel PAVK. Beta-Blocker sind kontraindiziert vor allem bei Patienten mit Asthma bronchiale, AV-Block und sogenannten Herzrhythmusstörungen, wenn unser Herzschlag zu langsam. Aber andererseits sind Methode erste Wahl beim Schwangeren. Diuretika oder Wassertablette. Die größte Gruppe ist sogenannte Hydrochlortiazide. Die sollen eigentlich bei jedem Patienten im Medikamenten stehen. Diuretika können Kalium im Blut absenken, aber nicht nur Kalium, auch andere Elektrolyten, zum Beispiel Natrium. Deswegen ist es wichtig, auch Patienten sagen, wenn sie nehmen Entwässerungsmedikamente und sie kriegen Schwindel und es geht ihnen nicht gut, bitte gehen Sie zum Arzt. Das waren die wichtigste Gruppe, was wir im Alltag benutzen. Trotzdem, wir kriegen Patienten, die sind nicht gut eingestellt. Warum ist so? Ich habe Ihnen gezeigt eine Folie, wo die Medikamente wirken an verschiedene Organe. Wenn wir nehmen nur eine Tablette, Erfolgsquote, das ist der Blutdruck gut eingestellt, ist nur 30%. Das bedeutet, wenn Sie nehmen nur eine Tablette, am ehesten oder ganz sicher, Sie sind nicht gut eingestellt. Deswegen, wir anfangen beim Hochblutdruck immer mit zwei Wirkstoffen, also mit zwei Tabletten. Nach Studien, wir wissen, dann ist Erfolgsquote 60%. Wenn wir wollen sehr gut Blutdruck eingestellt haben, da braucht man im Regel schon drei Wirkstoffe und dann wir reden über Erfolgsquote über 80%. Da konnten wir sagen, dann sind sie medikamentös gut behandelt. Aber wir anfangen mit Medikamente. Ich habe Ihnen gezeigt, dass wir haben Leitlinien, die sind von 2018 und die nehmen wir fest. Das bedeutet, wenn jemand kommt und hat Hochblutdruck, ich konnte nicht anfangen. Herr Wunderlich, ich habe gestern mit einer sehr schönen Pharmazotherapeutin gesprochen, die hatte so schöne Augen, ich muss Ihnen heute 4 Tabletten geben. Oder an der Tag kommt Herr Müller und ich sage, Herr Müller, ich hatte heute Kopfschmerz, ich gebe Ihnen nur eine Tablette, gehen Sie bitte nach Hause. Das gibt es nicht. Also wir haben feste Regeln und am Anfang, wir fangen mit zwei Medikamenten. Ideal wäre, wenn das ist eine Kombipräparat, dass Sie nehmen nur eine Tablette zu Hause. Wenn Sie unter dieser eine Tablette zu Hause kommen nicht zurecht, da konnten wir zuerst die Dosierung erhöhen. Nehmen Sie einmal, nehmen Sie zweimal pro Tag. Wenn auch kommen wir nicht zurecht, dann setzen wir die dritte Tablette. Und in diesem Schema, wir kommen bis maximal 5 Tabletten. Wenn jemand nimmt zu Hause mehr als 5 Tabletten, ist etwas falsch. In diesem Fall müssen Sie ins Krankenhaus und wir müssen ausschließen auch die anderen Ursachen von Hochblutdruck. Zum Beispiel Schilddrüsenüberfunktion, Nebennierenfunktion und so weiter und so fort. Also, was lässt sich durch die Senkung des erhöhten Blutdrucks erreichen? Warum wir reden, das ist so wichtig. Also, wenn wir senken systolischen Blutdruck um 10 mmHg, dann wir erreichen 20% weniger Herz-Kreislauf-Ereignisse pro ein Jahr. Konnten wir die Mathe von Grundschule nehmen und wenn wir sagen, wenn hat jemand Blutdruck ständig 170 mmHg und wir erreichen unser gewünschtes Ziel wäre 120, dann statistisch, wir konnten fast keinen Schlaganfall kriegen mehr. Deswegen ist so sehr wichtig. Also, die provokative Fragen von Anfang, ich denke, habe ich Ihnen schon beantwortet. Also, jeder Blutdruck, der ist höher als 140 zu 90, ist pathologisch und muss behandelt sein.
Wie tief soll der Blutdruck gesenkt werden? Der Ziel ist 120 bis 130. Beim älteren Menschen, wir sind ein bisschen benevolent, bis 140. Bitte nicht 170 ist gut, das will ich nicht mehr hören. Und welche Maßnahmen sollten zur Blutdrucksenkung zum Einsatz kommen? Also erstens ist Lebensstil, wir müssen etwas ändern. Und bitte auch glauben den Arzt, die Medikamente sind dazu auch sehr notwendig. Vielen Dank für das Zuhören. Haben Sie Fragen? So, ich komme wieder dazu. Vielen Dank, Herr Krajcik. Ich wiederhole, haben Sie Fragen an Herrn Krajcik? Fangen wir wieder vorne rechts an, bitte. Ich wiederhole nochmal für unsere Zuhörer zu Hause. Die Frage war, wirken sich Nahrungsergänzungsmittel aus und dann speziell Kalinor, das ist ja kein Ergänzungsmittel, sondern das ist ein richtiges Medikament, nämlich eine Ergänzung durch ein Kaliumpräparat. Also vielen Dank, das ist eine wichtige Frage. Sehr vorsichtig, vor allem beim Kalinor. Kalium könnte bei solchen Medikamenten sehr hoch sein, aber auch niedrig. Also ich bin der Meinung, Kalinor dürfen Patienten von Apotheke selbst nicht einholen. Weil, wenn Kalium sehr hoch ist, dann riskieren Sie sehr maligne Herzrhythmusstörungen. Das könnten Sie auch sterben. Und selbst auch die Ernährungspräparate, ich bin nicht Fan von solchen Sachen. Weitere Fragen? Erst aus der Runde, bitteschön. Also ich wiederhole nochmal die Frage für alle. Bluthochdruck ist die eine Seite und das, was Sie ansprechen, erleben wir tatsächlich häufig. Was mache ich, wenn mein Blutdruck dann ganz niedrig ist? Also in Kombination habe ich verstanden, mal zu hoch und mal zu niedrig. Also zu niedrig, Werte 100 oder noch niedriger. Vielen Dank, auch eine sehr interessante Frage, dass wir sind beschäftigt mit dieser Frage fast jeden Tag auf unserer Station. Am meisten ist das Problem, wenn jemand kommt über die Rettungsstelle mit sehr hohem Blutdruck. Da muss man unbedingt senken. Nur das Problem ist, Blutdruck einstellen im Krankenhaus ist kaum möglich. Das ist eine Fremdumgebung, das ist eine Stressreaktion und die Werte, die sind im Krankenhaus gemessen, sind in der Regel deutlich höher als zu Hause. Deswegen ist es wichtig, den Blutdruck nicht so streng einstellen von Anfang und dass wir auch probieren, zuerst die Halbdosierung von Medikamenten geben und wenn die Patienten kommen zum Recht, dann ist gut. Wenn ist das zu viel, dann muss man um ein Medikament wieder unterkommen. Dann Sie haben kein Problem mit Hochblutdruck. Genau. Genau, in diesem Fall ist auch sehr wichtig anschauen, ob ist alles bei Ihnen in Ordnung. Ich denke, der Hausarzt hat auch alles angeschaut und hat gesagt, ist in Ordnung. In diesem Fall ist sehr wichtig, Lebensstil und regelmäßig bewegen und das Kreislaufsystem regelmäßig auch unter Druck bringen. Das bedeutet, dreimal pro Woche mindestens 20 Minuten Sport machen, dass Sie auch schwitzen. Nicht, dass Sie denken, dass Sie machen, sagen wir so, einen Kilometer ganz ruhig und Sie kommen und Sie sind trocken. Das hat nicht funktioniert. Sport, genau. Und beachten auch, trinken. Genau, ich darf das vielleicht ergänzen. Also niedriger Blutdruck ist, solange er keine Beschwerden macht, eigentlich gar keine Erkrankung. So ist es. Es ist nicht gefährlich, ja. Gut, haben wir noch eine Frage aus der Runde? Dann an Herrn Dietl. Noch einmal auch dort im Moment alle Fragen offensichtlich gut beantwortet. Vielen Dank, Herr Krajcik. Und ich darf Sie wieder entlassen in den Bereitschaftsdienst heute und komme zum nächsten Vortrag. Und wir wechseln also hier. Bitte schön, ich begrüße Frau Dr. Zickwolf. Sie ist Oberärztin hier bei uns in der Klinik. Und ich habe ihr ein ganz besonderes Thema gegeben, was jetzt so scheinbar nicht mit der Ihnen landläufigen Begrifflichkeit Bluthochdruck zu tun hat,
aber wir haben ein zweites Gefäßsystem, nämlich die Gefäße in der Lunge. Es wird also Ihnen berichten über hohen Blutdruck in der Lunge. Bitte schön, Franz Siegwolf, ich darf Sie zu Ihrem Vortrag begrüßen. Und Dankeschön für Sie nochmal. So, sind Sie. Er hilft nochmal. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, Herr Schäffert, Dr. Neuser, für nette Vorstellung. Ich bin auch hier Oberärztin im Klinikum für interventionelle Kardiologie und werde heute, wie erwähnt, über hohen Druck im Lungenschlagader berichten. Zur Definition von, den, von Lungenhochdruck spricht man, wenn der mittlere arterielle Blutdruck in den Lungenschlagader oder Pulmonarterie auf mehr als 20 mm Hg in Ruhe ansteigt, dem Verschlussdruck kleiner 15 mm Hg, kapillarer Verschlussdruck kleiner 15 mm Hg ist und der pulmonovaskuläre Widerstand mehr als 3 Wut-Einheiten ist, gemessen per Herzkatheteruntersuchung. Dazu werde ich auch später mehr sagen. Bei der pulmonalen Hypertonie steigt durch die Verengung der Blutgefäße der Druck in der Lunge, Lungenkreislauf. Das hat zur Folge, dass das Herz immer mehr leisten muss, um eine ausreichende Blutmenge durch die verengten Lungengefäße zu pumpen. Diese werden kontinuierlich enger und unelastischer. Sind im Speziellen die Arterie betroffen, die Blutgefäße, die von dem Rechtsherz wegführen, spricht man von einer pulmonalen Hypertonie. Dies führt zu zunehmender Rechtsherzbelastung und bei fortschreitender Erkrankung nimmt das Herz an Herzmasse zu, bis er nicht mehr in der Lage ist, ausreichend Blut in die Lunge zur Sauerstoffaufnahme zu pumpen. Unbehandelt diese chronische Überlastung des rechten Herzes führt jetzt endlich zu Herzversagen und ist daher potenziell tödlich. Die frühzeitige Diagnose und Therapie sind dementsprechend von wesentlicher Bedeutung. Die Pathogenese, die Äthiologie dieser Lungenhochdruck ist bis jetzt noch nicht genug erforscht, aber man weiß, dass das Endothel spielt eine große Rolle. Das Endothel ist eine dünne Zellschicht, die Innengefäße auskleidet und sogenannte trennende Schicht zwischen der Gefäße und Blut, Gefäßwand und Blut. Eine wichtige Funktion des Endothels ist die Bildung von verschiedenen Botenstoffen, die eigentlich für die Regulierung der Gefäßdurchmesser verantwortlich sind. Bei der pulmonalen Hypertonie liegt eigentlich ein krankhaftes Ungleichgewicht zwischen gefäßerweiternden und gefäßverengenden Botenstoffen, was zur Folge hat, eigentlich erhöhter Widerstand in der Lunge und Entstehung dieser erhöhten Druckes. Hier ist eine Klassifikation der pulmonalen Hypertonie, die wird eingeteilt in 5 Gruppen. Hier haben wir pulmonare Hypertonie, eine pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankungen, eine pulmonale Hypertonie bei Lungenerkrankungen, pulmonale Hypertonie infolge von wiederkehrender Lungenembolie und pulmonale Hypertonie unklare Ursache. Die pulmonale arterielle Hypertonie wieder in idiopathische unklare Ursache, hereditäre angeborene Medikamente oder drogeninduzierte und assoziierte Formen, mit zum Beispiel mit Bindegewebeerkrankungen,
sogenannte Kollagenosen, HIV-Infektion, portale Hypertonie, das sind mit Lebererkrankungen und angeborene Herzfehler und manche Wurmenerkrankungen, sogenannte Schistosomiasis. Das ist sogenannter diagnostischer Algorithmus bei pulmonaler Hypertonie, Vorgehensweise. Hier sehen wir kurz gefasst, wenn eigentlich diagnostische Abklärung beginnt mit dem Verdacht auf eine pulmonale Hypertonie aufgrund von Anamnese, Symptome, klinischen Befunde in einem echokardiografischen Befund, damit eine pulmonale Hypertonie vereinbar ist. Im Falle einer niedrigen Wahrscheinlichkeit für eine pulmonale Hypertonie sind keine, hier rechts im Bild, sind keine weitere Maßnahme erforderlich. Besteht ja eine mittelgradige oder hohe Wahrscheinlichkeit für eine pulmonale Hypertonie, sollte wie empfohlen eine relevante Linksherzkrankung oder Lungenherzerkrankungen anhand von EKGs, Blutgasanalyse oder Lungenfunktionstests, Röntgenthorax, Röntgen vom Brustkorb und auch anschließend CT, Computertomogramm-Test Thorax. Bei bestätigter, hier links mittleren Bereich, bei bestätigter Links- oder Linksherzerkrankung oder Lungenerkrankung sollte diese Erkrankungen therapiert werden, dementsprechend therapiert werden. Bei Nachweis einer schweren pulmonale Hypertonie und Rechtssetzbelastung oder Rechtssetzfunktionsstörungen sollte die Patientin ein pulmonale Hypertoniezentrum überwiesen werden. Und dort sollte differenziert werden mittels Lungenszintigraphie, kommen wir auch später dazu, zwischen einer chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie und pulmonale arterielle Hypertonie. Wenn Sie sich bei dieser Untersuchung eine Defizit in Durchblutung, das sogenannte Perfusiondefizite oder Ausfälle in Durchblutung zeigen, handelt es sich dann um chronisch thromboembolische pulmonale Hypertonie. Diese sollte abgeklärt werden, weiter mittels Herzkatheteruntersuchung als Basisdiagnostik und auch CT-Angiographie. Und invasive Angiographie, die mittels Kontrastmittel durchgeführt wird und dementsprechend behandelt. Die Patienten sollen in entsprechende Zentren vorgestellt werden. Bei der arteriopulmonalen Hypertonie, die auch mit der Herzkatheter festgestellt wird, sollte eigentlich diese pulmonale, primäre pulmonale Hypertonie sollte man denken, wenn entsprechende Erkrankungen oder Risikofaktoren für eine pulmonale Hypertonie vorliegen, zum Beispiel Bindegewebeerkrankungen, sogenannte Kollagenosen oder HIV-Infektion zum Beispiel oder Medikamenten und Drogen oder Toxineinnahme, Anamnese oder positive Familienanamnese. In Diagnosestellung haben wir ein paar diagnostische Methoden, zum Beispiel das EKG. Das Elektrokardiogramm bezeichnet eine Untersuchungsmethode, bei der die elektrische Aktivität des Herzens gemessen wird. Die genannte Herzaktion wird dabei über Elektroden abgeleitet und in Form von Kurven aufgezeichnet. Bei fortgeschrittener Rechtsherzbelastung sieht man Rechtsverschiebung der Herzachse, Rechtsherzlage oder Rechtsherzhypertrophie-Vergrößerungszeichen, dann sogenannte Repolarisationsstörungen, zum Beispiel hier T-Negativierung in den Brustwandanleitungen oder inkompletter Rechtsschenkelblock oder überhochte P-Welle, auch Herzrhythmusstörungen, vor allem wo Flimmern oder Flattern sind bei solchen Patienten mit einer Inzidenz von 3% pro Jahr vertreten.
Hier haben wir Echokardiographie, die transthorakale Echokardiographie, sogenannte Herzecho, spielt die diagnostische Abklärung der pulmonalen Hypertonie eine zentrale Rolle. Hier sehen wir auf der Rechtsherz, auf der linken Seite Rechtsherzvergrößerung, Herzwanddicke, Wandverdickung. Hier sehen wir auch im oberen Bereich eine sogenannte Moderatorband, Muskelbündel, der von den Kammerscheideband nach zu vorderem Papillarmuskel zieht. Hier sehen wir eine Röntgenthorax bei pulmonaler Hypertonie, ist auch auffällig bei zu Zeitpunkt der Diagnose der arterielle Hypertonie zeigt Röntgenthorax bei vielen Patienten Auffälligkeiten, zum Beispiel hier erweiterte Pulmonalarterie oder verbreitete Herzsilhouette als Ausdruck Rechtsherzhohlevergrößerung. Hier sehen wir ein Lungenszintigramm mit mehreren Defiziten. Vor allem ausfällige Durchblutung der Lunge bei erhaltener Ventilation und besonders bei chronischen rezidivierenden thromboembolischen pulmonalen Hypertonie. Hier ist ein CT-Thorax bei pulmonalen Hypertonie zu sehen. CT-Thorax ist vor allem wichtig. Kann man an Veränderungen der Lungenparenchyms, sogenannte Lungengerüstveränderungen und auch Emphysematose oder Bullose-Veränderungen, vor allem bei COPD und Emphysem-Patienten, verifizieren. Außerdem sieht man thromboembolische Veränderungen bei chronisch thromboembolischer pulmonaren Hypertonie. Und hier sind auch eine Erweiterung der zentralen Pulmonalarterie zu sehen und auch Verlust oder Abbruch, sogenannte Gefäßrarifizierung der Pulmonalarterie zu sehen. Herzkatheteruntersuchung. Der Herzkatheter dient vor allem der Messung der Hämodynamik, also um festzustellen, wie gut oder schlecht das Herz das Blut weiterpumpt. Dazu schiebt man unter Röntgenkontrolle einen Katheter, sogenannten Einschwemmkatheter, über ein venöses Gefäß in der Leiste oder am Hals oder im Ellenbeugebereich bis in die rechte Kammer und weiter bis in die Lunge Schlagader. Anschließend kann man verschiedene Werte messen, unter anderem Zentralvenendruck, der Druck in die, im rechten Fov, Druck in rechten Ventrikel, Pulmonalarteriedruck und Pulmonalarterieverschlussdruck. Außerdem kann man das vom Herz ausgeworfene Blutvolumen, Herzzeitvolumen messen. Und auch kann man an verschiedenen Stellen Blutproben entnehmen, um den dortigen Sauerstoffgehalt zu messen. Die Rechtsherzkatheteruntersuchung ist essentiell für die Diagnose einer pulmonalen Hypertonie zu bestätigen, an den Schwergrad der hämodynamischen Beeinträchtigung zu ermitteln und bei ausgewählten Patienten einen Vasoaktivitätstest zu durchführen. Hier sehen wir eine Risikostratifizierung. Die pulmonalarterielle Hypertonie ist bis heute keine heilbare Erkrankung. Das Therapieziel ist Krankheitskontrolle, also eine Stabilisierung des Patienten an einem guten klinischen Niveau, WHO Klasse 1 bis 2, das heißt ohne Beschwerde oder mit geringer Beschwerde und ohne Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz, also ohne Zeichen Rechtsherzschwäche. Und möglichst ohne Krankheitsprogression, Krankheitsverschlechterung. Die aktuelle Leitlinie empfehlen die Einteilung in niedriges Risiko, niedriges, intermediäres, mittelgradiges und hohes Risiko, basierend auf der erwarteten Einjahressterblichkeit. Zum Beispiel in der Gruppe 1. In der Gruppe mit geringem Risiko sind die Patienten, die
kaum Beschwerde haben, keine Synkope haben, keine Rechtsherzinsuffizienzzeichen haben, mit 6 Minuten Gehstrecke-Test mehr als 440 Meter haben, gute Herzleistung haben und gute Sauerstoffsättigung. Im Gegensatz in der Gruppe mit hohem Risiko sind die Patienten, die Beschwerde schon in Ruhe haben oder bei geringer Belastung und häufige Synkope haben, Ohnmachtsanfälle und auch eine zum Beispiel Gehstrecke ist bei diesen Patienten kleiner als 165 Meter. Die Wahl der Medikamente hängt unter anderem von Schwergrad der Erkrankung ab. Therapie der pulmonale Hypertonie, das ist eine allgemeine Maßnahme, sind überwiegend symptomatisch. Eine Sauerstofftherapie ist empfohlen, wenn der partielle Sauerstoffdruck kleiner 60 mmHg ist. Diuretikatherapie bei Zeichen der Bewässerung. Antikoagulationstherapie wird nicht wird nur noch bei Gruppe 1 empfohlen. Und Rehabilitationsmaßnahme. Für die Therapie der pulmonalen arteriellen Hypertonie sind in Deutschland derzeit 10 Medikamente und 5 Substanzengruppen zugelassen. Die Medikamente werden einzeln oder in Kombination eingesetzt. Alle diese Medikamente erweitern die pulmonale Arterie, Gefäße, erweitern die Gefäße. Teilweise hemmen die Vermehrung von glatten Muskelzellen und verhindern die Verklumpung von Blutplättchen. Hier ist ein Therapiealgorithmus, das heißt, die Patienten mit neu diagnostizierter pulmonalen Hypertonie mit niedrigem bzw. mittelgradigem Risiko erhalten eine initiale duale Kombinationstherapie. Patienten mit hohem Risiko erhalten primär eine dreifache Therapie, dreifache Kombinationstherapie inklusive intravenöse Gabe von diesen Medikamente, zum Beispiel diese Blutgefäße erweiternde Medikamente. Verlaufskontrolle nach Therapieanleitung finden üblicherweise nach 4 bis 12 Wochen statt. Im weiteren Verlauf meistens 3 bis 6-monatige Intervallen. Das weitere therapeutische Vorgehen hängt von dem individuellen Ansprechen ab. Wenn die Patienten das primäre Therapieziel, das Erreichen der Niedrigrisikokategorie, mit der Initialbehandlung nicht erreichen, wird die Medikation auf dreifache Kombination umgestellt. Eine weitere Option ist der Wechsel von einem, zum Beispiel auf eine Gruppe Medikamente, zum Beispiel Phosphodiesterase 5-Inhibitore auf Rizatriptan, auf andere Gruppe. Bei weiterhin unzureichenden Therapieansprechen sollte eine Evaluation zur Lungentransplantation erfolgen, dass die Patienten sich ganz schnell auch verschlechtern können. Hier werde ich jetzt noch dazu was sagen über chronische thromboembolische pulmonale Hypertonie. Sie tritt als Folge von Lungenembolien auf, die klinisch nicht selten inapparent ohne Symptome verlaufen und anästhetisch nicht immer eruierbar sind oder auch als Langzeitfolge eine Lungenembolie auftreten können. Infolge einer Lungenembolie kann es, wenn Gerinnsel nicht vollständig aufgelöst sind, kann es zu Verlegung, persistierende, dauerhafte Verlegung von Lungenstrombahnen kommen, mit der Folge einer Widerstand und Druckerhöhung Lungenstrom in Lungenstrombahn oder Lungenkreislauf. Diese Hypertonie ist durch organisierte, wandständige Thromben, Blutgerinnsel charakterisiert, welche direkt mit der Media, mit der Gefäßwand assoziiert sind. Wann immer möglich ist, sollen diese Patienten chirurgisch versorgt werden, da die operative Beseitigung dieses thrombotischen Materials zu deutlicher Besserung der Hämodynamik, sogar Normalisierung der Hämodynamik und auch klinische Besserung führt.
Bei einem solchen Angriff muss die Gefäßobliteration, diese verengte oder verschlossene Stelle proximal genug gelegen sein, in den oberen Segmenten sozusagen lokalisiert sein, um chirurgisch erreichbar zu sein. Nach der Operation müssen die Patienten lebenslang Blutverdünnertherapie, Antikoagulationstherapie nehmen. Wo die Patienten, bei denen eine pulmonäre Endarterektomie, diese operative Entfernung dieses thrombotischen Materials nicht in Frage kommt, weil sie inoperabil sind oder Patienten lehnen die Operation ab oder die Gefäße sind in distalen Segmenten, in unteren Segmenten lokalisiert, wäre eine medikamentöse Therapieoption, zum Beispiel Riociguat oder eine Ballonangioplastie, ein interventionelles Verfahren, mit dem man diese distale verengte oder verschlossene Stelle rekanalisieren oder wieder öffnen kann, sozusagen. Diese alle drei Verfahren können auch komplementär eingesetzt werden. Hier sehen wir ein Beispiel pulmonale Angiographie. Das ist eine Darstellung der pulmonalen Arterie mittels Kontrastmittel. Hier sehen wir Gefäßeveränderungen, so ringförmige Verdickungen, Aussackungen der Gefäße, eine gewundene Gefäße und unten ganz verschlossene, sozusagen amputierte Arterie. Und hier sehen wir eigentlich chirurgisch im Rahmen einer pulmonalen Endarterektomie entferntes organisiertes thrombotisches Material, diese Blutkarenze, die man eigentlich ausschälen kann, sozusagen, im Rahmen der operativen Versorgung. Das war die. Vielen Dank, Frau Zickhoff, dass Sie sich dieses ja wirklich schwierigen Themas angenommen haben. Aber es war mir wichtig, dass wir Ihnen auch neue wissenschaftliche Aspekte hier mitbringen. Wer hat Fragen an Frau Zickwolf aus der Runde? Herr Dietl hat eine Frage. Ich habe eine Frage, genau. Auf YouTube wurde die gestellt, ist wahrscheinlich eher allgemeiner Natur, dennoch an der Stelle zu stellen. Bei welchem hohen Blutdruck soll man den Rettungsdienst rufen, ohne in der Rettungsstelle schief angesehen zu werden? Das hat der Mann nämlich schon erlebt. Vielleicht können wir ihm da weiterhelfen. Das ist, wenn die Patienten Beschwerde, bei welchem gibt es eine hypertensive Notfall und eine hypertensive Krise? Das heißt, bei Blutdruckwerte, die symptomatisch, Blutdruckerhöhung mit Symptomen, wenn die Patienten Beschwerde haben, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen, wenn symptomatisch sind, wenn sich die Patienten dabei nicht wohlfühlen oder Beschwerde haben, sollte man nicht zögern, sozusagen. Gut, noch eine Frage? Herr Dietl, haben Sie noch einen Beitrag? Dann ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag. Wir kommen zum letzten Thema heute. Es ist jetzt ein bisschen weniger wissenschaftlich und wir haben den praktischen Teil ja heute schon erlebt. Den Beitrag werde ich Ihnen jetzt liefern. Es geht noch einmal um Sport und Bluthochdruck. Sie alle kennen Winston Churchill, von dem man ja gesagt hat, dass er immer mit der These aufgetreten ist, no sports. Das stimmt offensichtlich aber gar nicht. Ich habe mich belesen, er hat wohl doch als Polospieler agiert und ist geritten, angeblich sogar bis zum über 60. Lebensjahr. Das andere Extrem ist hier der Film Dilly Hallerford, sein letztes Rennen. Das haben manche von Ihnen vielleicht gesehen. Also der alte Mensch, der aus dem Pflegeheim ausbricht, um noch einmal einen Marathon, den Marathon seines Lebens zu machen. Also irgendwo dazwischen hier werden wir uns bewegen mit unseren Fragen. Und die habe ich Ihnen noch einmal zusammengestellt. Das ist gleichzeitig die Agenda.
dessen, was ich Ihnen jetzt in den nächsten 20 Minuten noch erzählen möchte. Also noch einmal kurz, welche Blutdruckveränderungen werden wir beobachten bei körperlichen Aktivitäten oder wie reagiert das Herz-Kreislauf-System insgesamt auf Sport? Dann, wie sind diese Effekte nicht nur kurz, sondern langfristig? Und was bedeuten sie für uns? Was bedeuten sie für die Lebensqualität, für die Lebenserwartung, wenn wir uns sportlichen Aktivitäten widmen? Dann möchte ich Sie ein bisschen beraten zur Auswahl von geeigneten Sportarten und vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, ob es dazu eine Vorbereitung braucht oder gar einen Arztbesuch, bevor man so etwas macht. Ob man umgekehrt auch übertreiben kann, ob also Gefahren durch Sport vielleicht heraufziehen. Und am Ende ganz kurz noch vorstellen, wie sind die derzeitigen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, und daran angegliedert häufig die der kardiologischen Fachgesellschaften. Das kennen Sie schon, das habe ich Ihnen schon häufiger gezeigt. Die Evolution des Menschen scheint so zu verlaufen, dass er also immer mehr sich bewegt und der Steinzeitmensch natürlich dann beschäftigt ist mit Jagen und mit vor dem Feind davonlaufen, während wir in unserer Gesellschaft uns eher im Auto bewegen lassen. Zum Steinzeitmensch ganz kurz. Also es ist beileibe nicht so, das haben moderne Evolutionsbiologen uns gezeigt. Ich habe es erst heute Morgen nochmal gelesen. Also auch der Steinzeitmensch hat sich nicht den ganzen Tag hier wild durchs Gelände bewegt. Auch der Steinzeitmensch saß viele Zeit des Tages vor seiner Höhle und hat sich erholt, um den nächsten Jagdgang zu erledigen. Also Bewegungsmangel, das ist nochmal der Mensch im Auto, das ist unsere moderne Gesellschaft, ist tatsächlich ein großes Problem. Obwohl schon seit dem Altertum empfohlen und obwohl schon seit ungefähr 250 Jahren Empfehlungen existieren, sich regelmäßig, und damals hat es geheißen, eine halbe Stunde am Tag sich zu bewegen, ist es nicht angekommen bei uns. Mehr als 40% der Bevölkerung betätigen sich körperlich so gut wie überhaupt nicht und nur 10-20% treiben Sport auf einem ausreichenden Niveau. Das sind so diese rechten Grafiken. Das linke können Sie wahrscheinlich gar nicht lesen. Ich sage zwei wichtige Informationen dazu. Wenn man das so ein bisschen aufgliedert, dann stellt man fest, dass die ganz jungen Menschen, die 20- bis 30-Jährigen, die machen relativ viel Sport. Da ist es immerhin jeder Zweite. Und dort ist es auch so, dass der Bildungsgrad nicht ganz so eine Rolle spielt. Und dann irgendwie mit dem 30. Lebensjahr bei den Männern, das soll diese Tabelle sagen, dann scheint dieser Faden abzureißen. Bei den Männern sind es dann gerade mal noch 20%. Und je niedriger Bildungsgrad, muss man leider sagen, desto niedriger wird diese Quote. Im späteren Alter, da scheint es wieder ein bisschen besser zu werden. Dann steigt dann die Quote bei den Leuten, die sich mit sich beschäftigen, die also darüber nachdenken. Ich assoziiere das jetzt auch mal zum Teil auch mit etwas mehr Interesse an Bildung. Dann steigt diese Quote wieder über 50%. Kommen wir nochmal dazu, was macht Blutdruck, was macht der Blutdruck bei Belastung? Natürlich steigt der erstmal an. Und das hier ist eine Grafik, wo Sie sehen, bei einem Belastungs-EKG, wo diese Leistung so stufenweise angehoben wird, man fängt dort ja an mit 25 Watt, vielleicht mit 50 Watt, und es ist völlig normal, dass der Blutdruck jetzt bei Männern, und es ist bei Frauen eigentlich genauso, dass der Blutdruck ansteigt, wenn wir uns mehr belasten. Er soll aber bei einer standardisierten Belastung von 100 Watt nicht über 200 mm Quecksilbersäule liegen, der systolische Wert. Ja, alles andere darüber bezeichnen wir dann schon als Belastungshypertonie. Also das heißt, wenn der Blutdruck über 200 mm Quecksilbersäule oberer Wert und über 100 mm Quecksilbersäule unterer Wert liegt, dann ist das schon nicht mehr normal. Bei den älteren Menschen, also meine Altersklasse und manche von Ihnen, sind wir da ein bisschen toleranter. Da wird diese Grenze dann so auf 215 angehoben und der untere Wert auf 105 unter Belastung. In der
momentanen Situation der Belastung. Und das ist ja auch der Grund, Sie haben das heute Morgen schon gehört, weshalb wir bei der Blutdruckmessung eben nicht eine Belastungssituation haben wollen, sondern dort wollen wir, dass Sie ausgeruht sind, dass Sie in Ruhe sind. Das noch als kleine Ergänzung. Beim Belastungstest gibt es auch einen kritischen Wert. Es gibt durchaus Menschen, wo dieser Blutdruckwert besonders ansteigt, besonders heftig. Und dann muss man natürlich eine solche Belastung abbrechen, um nicht Komplikationen sofort heraufzubeschwören. Mit dem Herz-Kreislauf-System macht die Belastung natürlich aber noch etwas anderes. Also wir haben gesehen, dass der Blutdruck steigt, aber es gibt andere Dinge. Belastung heißt auch, wir brauchen mehr Sauerstoff. Und wenn wir mehr Sauerstoff brauchen, dann muss das Herz auch mehr arbeiten. Es muss also mehr Blut pumpen. Und das messen wir mit dem sogenannten Herzminutenvolumen. Also wie viel Blut pumpt ein Herz in eine Minute? Und da sehen Sie etwas Wichtiges hier. Das ist wichtig für die späteren Empfehlungen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen der dynamischen Belastung. Das ist in dem Fall vielleicht der Radfahrer oder es könnte auch der Jogger sein. Und der sogenannten statischen Belastung, das ist der Gewichtheber oder der, der Kraftsport macht. Sie sehen hier, dass hier ganz bedeutsame Unterschiede bestehen. Also bei dem Ausdauersportler, bei dem dynamischen Sportler steigt das Herzminutenvolumen sehr viel deutlicher an als bei dem Gewichtheber. Die Herzfrequenz geht bei beiden mäßig hoch nur. Und das Schlagvolumen, das ist das, was das Herz pro einzelnen Schlag eben pumpen kann, wird auch relativ wenig beeinflusst. Wichtig ist aber, dass der Widerstand in den Gefäßen, also an den Armen, an den Beinen, an den inneren Organen, dass der sich verändert unter Belastung. Und bei einer Ausdauersportart sinkt dieser periphere Widerstand, während er bei der statischen Belastung beim Gewichtheber deutlich ansteigen kann. Wie gesagt, der Blutdruck steigt an bei Belastung, aber er steigt bei einer statischen Belastung beim Gewichtheber sehr viel stärker an. Schätzen Sie mal, was so ein Olympionike, der so 250 Kilo stemmt, was der für einen Blutdruck entwickeln kann. Der Blutdruck kann bis 300 mm Quecksilbersäule ansteigen. Also das ist nichts für Sie, das ist nichts für uns. Aber das ist wichtig für das, was wir dann tun wollen, wenn wir Sport betreiben. Ich fasse mein Thema ein bisschen weiter als Sport und Blutdruck, sondern ich beziehe mich jetzt auch ein bisschen auf das, was Sport mit Herz-Kreislauf insgesamt macht und auf andere Mechanismen und wie das wirkt. Warum wirkt Sport auf lange Sicht auf den Blutdruck günstig? Es beeinflusst das vegetative Nervensystem. Das bedeutet, der Sympathikotonus, das ist sozusagen unser Stressnerv, der wird abgesenkt, auf lange Sicht betrachtet. Umgekehrt, der Vagotonus, das ist der Erholungsteil unseres vegetativen Nervensystems, der wird angehoben. Und mit diesen Effekten sinkt langfristig die Herzfrequenz. Das wissen Sie von den Leistungssportlern, die dann mit einem Puls von 50 oder noch niedriger unterwegs sind. Und das Ganze führt zu einer Gefäßerweiterung. Die peripheren Gefäße, die erschlaffen durch körperliche Aktivität. Das Gefäßsystem wird weiter, der Blutdruck sinkt. Es wird aber nicht nur weiter, es wird auch wieder mehr gewinnen an Elastizität. Oder andersrum gesagt, die Versteifung der Gefäße, die uns alle irgendwann im Alter irgendwann mal einholt oder betrifft, die wird vielleicht ein Stück weit aufgehalten. Und das geht auch über diese sogenannte Endothelfunktion. Den Begriff haben Sie heute Morgen schon mal gehört. Endothel ist die innere Auskleidung der Gefäße. Und die sind ganz wichtig für diesen Tonus, für diese Eng- oder Weitstellung. Die Gefäße werden weitergestellt. Wir wissen auch aus einigen Untersuchungen, dass Endothelschäden, die auch mit dem Lebensalter zunehmend kommen können, dass sie durch Bewegung repariert werden können. Und mit all den Effekten können wir etwas ganz Fantastisches erzielen. Mit Bewegung, mit einem konsequenten und intensiven Bewegungsprogramm können wir den Blutdruck um 10 mm Quecksilbersäule senken. Innerhalb von 10 bis 12 Wochen. Das ist also ein relativ rascher Erfolg. Das geht oft schneller als die Gewichtsabnahme. Ja, und 10 mm Absenkung, das erscheint wenig,
Es ist aber viel. Im Durchschnitt ist das so viel, wie wir manchmal mit Medikamenten nicht schaffen. Und da gibt es eine interessante kleine Arbeit dazu. Und zwar hat man verglichen, wie lange muss jemand oder läuft jemand zur Arbeit. Und wenn jemand weniger als 10 Minuten läuft, und dann ist das sozusagen unsere Kontrollgruppe, und allein durch einen Arbeitsweg von 11 bis 20 Minuten kann das Risiko, Bluthochdruck zu bekommen, um 5% gesenkt werden. Und wenn man, was heute jetzt aber kaum jemand macht, 20 Minuten zur Arbeit läuft, kann man das Risiko um 30% senken. Das ist ein schon recht krasser Wert. Und meine Damen überlegen gerade, ob sie jetzt in Zukunft zur Arbeit laufen. Müssen wir noch schauen, aber ich fürchte, das können wir nicht einführen, weil sie dann vielleicht zu spät kommen in Zukunft. Also, Bewegung, das nehmen wir schon mal mit. Sport senkt den Blutdruck in ganz signifikanter Art und Weise. Es macht aber noch mehr mit dem Herzen. Und es zeigt diese Grafik, die Sie vielleicht im Einzelnen nicht verstehen müssen, aber ich sage Ihnen mal kurz die Ergebnisse dazu. Diese Grafik zeigt hier ganz links oben, dass Sport langfristig die Sauerstoffaufnahme des Körpers deutlich verbessern kann. Ja, das sind die Sportler, die obere Kurve, und die Nicht-Sportler, die untere Kurve. Die sinken eher sogar ein bisschen ab über die nächsten Jahre. Ja, wir haben schon gesehen, dass die Herzfrequenz mit Sport abnimmt. Sie reduziert sich, während sie sonst ungefähr gleich bleibt. Daraus resultiert, das können, glaube ich, alle verstehen, dass auf lange Sicht die Herzleistung gleich bleibt oder zumindest verbessert oder vielleicht sogar verbessert wird. Wenn man jetzt wie in dieser Arbeit hier Patienten nimmt, die sogar schon eine Herzschwäche hatten zum Ausgangszeitpunkt. Ja, wie schon gesagt, die Elastizität wird verbessert, nicht nur am Endothel, sondern auch in der Herzmuskulatur. Die Herzmuskulatur ist auch ein eigentlich sehr geschmeidiges Organ und sie kann versteifen durch Bluthochdruck. Das ist das, was bei vielen Menschen am Ende dann auch zu einer Herzschwäche führen kann. Also wir haben dort signifikante Effekte, die sich letztendlich dann auch in der Sterblichkeit der Patientin sehr deutlich auswirken. Also fassen wir es zusammen. Körperliches Training wirkt auf Gefäße. Es kann sogar Gefäßverengungen rückbilden und vor allem die Beingefäße betreffend kann eine regelmäßige, intensive Betätigung, also ein Gehtraining, einen Umgehungskreislauf erzeugen, der dann die Beschwerden deutlich lindert und dann manchmal auch Operationen oder Eingriffe erspart. Endothelfunktion haben wir schon besprochen. Es gibt auch Effekte auf die Mikrozirkulation, also auf die mikroskopisch kleinen Gefäße. Diese reagieren besser auf Gefäßerweiterungen, die der Stoffwechsel mit sich bringt. Und nicht vergessen, im Blutfluss haben wir verbesserte Eigenschaften des Dahinfließens. Die Blutplättchen werden etwas weniger aktiviert. Wir haben also eine geringere Gefahr, dass sich dort Gerinnsel bilden und dann Herzinfarkte oder Schlaganfälle auslösen. Und daraus resultiert, wir haben eine Verbesserung der Durchblutung des Herzens. Wir haben aber noch mehr Effekte. Das ist jedem klar, dass Bewegung die Muskeln trainiert. Sie trainiert auch die Atmung. Herz und Kreislauf haben wir schon besprochen. Die Atmung nimmt ja im Laufe des Lebens ab, die Lungenfunktion. Wir können durch regelmäßige Aktivität das Ganze auf einem besseren Niveau halten. Das sehen wir in den Sportgruppen. Wenn jemand dort neu kommt, dann meistens ist er so nach 10 Minuten ganz schön am Schnaufen. Wenn jemand das ein halbes Jahr gemacht hat und idealerweise zu Hause noch regelmäßig trainiert hat, dann wird er wesentlich später oder gar nicht an seine Schnaufgrenze kommen, sage ich mal. Bewegung setzt immer Energie um. Wo Energie umgesetzt wird, verbrauche ich Energie und das ist die Energie, die hier auf unseren Depots, in unseren Depots gespeichert wird. Also wir können, auch wenn es ein mühsamer Prozess ist, dann natürlich auch Gewicht verlieren und dadurch unsere Gesundheit verbessern. Wir verbessern die Ausdauer,
am Muskel. Sauerstoffaufnahme habe ich schon genannt. Durch die Gefäßerweiterung entlasten wir das Herz, wir verringern die Herzfrequenz, auch das habe ich schon genannt, und wir verbessern die Sauerstoffausnutzung. Also im Grunde werden wir viel ökonomischer mit dem, was wir tun. Und die Blutdrucksenkung ist ein Effekt. Also wir haben hier mit weniger Aufwand am Ende mehr Nutzen, und es ist klar, dass wir das gesunde Herz damit entlasten, aber, und es ist mindestens genauso wichtig, ein schon krankes Herz damit wieder in eine Situation bringen, wo es mit den weniger vorhandenen Reserven dann zurechtkommt und damit auf lange Sicht Beschwerden geringer werden oder zumindest nicht schlimmer. Und Sie haben das vorhin vielleicht gemerkt bei den Übungen. Es geht nicht immer nur um Kraft und Ausdauer und ich bin der Stärkste. Es geht am Ende auch um Geschicklichkeit und um Gewandtheit. Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwie auf einem Bein blind über einen schmalen Laufsteg laufen kann, sondern es geht darum, dass ich als alter Mensch im Alltag zurechtkomme. Dass ich einfach dort meine Bewegungen ökonomisch einsetze und dass ich nicht hinfalle. Hinfallen heißt verletzen, verletzen heißt Knochenbrüche, Knochenbrüche heißt Operation, und nicht jeder alte Mensch mit einer Hüftoperation, die er sich durch einen Schenkelhalsbruch zuzieht, wird das überleben, leider. Ja? Also das ist ein wichtiger Aspekt, den man durch Laufen, durch Sport erzeugen kann. Laufen hält lebendig. So habe ich diese Folie überschrieben. Und sie zeigt nichts anderes, als dass man durch regelmäßiges Laufen in Abhängigkeit von der gelaufenen Wegstrecke seine Lebenserwartung deutlich verbessern kann. Wir brauchen nicht ins Detail gehen, aber Sie sehen hier, dass dort die Sterblichkeit wirklich um 40%, und das ist kein Klacks, dort verbessert werden kann, wenn man dort regelmäßig läuft. Das ist aber jetzt nicht der halbe Kilometer, den man mal so läuft, und schon gleich gar nicht der Weg, den man mal so kurz in die Stadt geht. Sie sehen hier, sind etwas andere Strecken aufgerufen. Also wir reden schon im Kilometerbereich oder im Bereich von mehreren Kilometern. Das ist eine ähnliche Grafik, die beschäftigt sich jetzt so auch mit der Leistung, in dem Fall mit MET gemessen. Das ist ein metabolisches Äquivalent, ein komplizierter Begriff. Wenn ich das hier Ihnen zeige, dann verstehen Sie das besser. Ja? Hier kann man so ungefähr klassifizieren, wie viel macht die Leistungsfähigkeit aus. Also der es nur noch schafft, im Sessel zu sitzen, der ist bei einem MET. Und der schnell rennen kann, der ist bei 8 MET. Und das kann man noch steigern. Ja, und dazwischen sind die so ein bisschen den Alltag beschreiten, die vielleicht mal ein bisschen Musik machen, 3 MET. Die zumindest immerhin den Garten und den Hof fleißig sauber halten, die sind wenigstens bei 4 MET, die Radfahrer bei 5 und so weiter. Also das können Sie sich vorstellen. Und was Sie aus der Folie einfach nur mitnehmen müssen, ist, dass dort eine verbesserte Leistung und 5 MET, das ist die orangene Kurve, die vorletzte von unten, das ist diese hier, die zeigt hier schon einen deutlichen Gewinn. Und natürlich, je mehr, desto besser an der Stelle. Je besser die Leistungsfähigkeit, desto besser ist am Ende das Überleben. Und im Grunde sehen wir das Ganze auch hier. Auch hier reden wir wieder von einer Verbesserung der Sterblichkeit von bis zu 30%, wenn Sie richtig fit sind. Aber wir reden jetzt nicht nur von den ganz dollen Leistungssportlern, sondern wir reden auch von denen, die nur ein bisschen schaffen oder ein bisschen machen können. Also auch dort sehen wir schon, wenn wir ein bisschen unsere Aktivität verbessern, das ist dieser Teil der Grafik, sehen wir, dass wir dort über die Jahre eine Verbesserung der Lebenserwartung, der Prognose schaffen, auch wenn das deutlich weniger ist als bei denen, die richtig stramm vorwärts gehen oder vorwärts gehen können. Und dann komme ich zu dem, was sollen wir machen, was sollen wir Ihnen empfehlen? Und da können wir, das ist auch eine Grafik hier aus einem aktuellen Buch über Herzsport und Sportherz, können wir so ein bisschen verschiedene Aspekte natürlich dort uns vornehmen. Wir können die Ausdauer uns anschauen, wir können die Kraft uns anschauen, vielleicht das
beide mischen und wir können auch Geschick natürlich trainieren. Und wir können sagen, okay, ich kümmere mich um mein niedriges Niveau oder mein sehr hohes Niveau. Und hier sind wir natürlich dann bei den eher leistungssportlich orientierten. Ich denke, wir sollten uns eher hier in dem Bereich bewegen und sollten uns hier die Sportarten aussuchen. Also ganz klar und im Grunde selbsterklärend, Joggen, Walken, Schwimmen, Radfahren könnte noch hier stehen. Das sind die Sportarten, die sogar auf niedrigem Niveau eine gute Ausdauerleistung herstellen, während Sportarten wie Kugelstoß, Diskuswerfen eher dem Krafttraining zuzuordnen sind und man das Ganze natürlich auch mischen kann. Also hier kann man so ein bisschen schon mal sich aussuchen, was ist geeignet. Und wir empfehlen heutzutage aber trotzdem nicht nur ein reines Ausdauertraining, sondern es ist schon zweckmäßig, dass man Ausdauer, ein bisschen Kraft, so möglich Schnelligkeit und auch Flexibilität ein bisschen kombiniert, wobei der Ausdaueranteil, ich glaube, ich habe noch mal eine Folie später, so ungefähr schon bei 80% liegen sollte. Die nächste Frage ist, wie stark soll ich mich nun belasten? Ja, wie viel ist gut für mich? Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man da an diese Frage herangehen kann. Wenn man das so ein bisschen wissenschaftlich macht, dann kann man da eine sogenannte Trainingsherzfrequenz ausrechnen. Das ist der Ruhepuls und da gibt es den sogenannten Maximalpuls, den kann man ermitteln, wenn man ein Belastungs-EKG macht. Und diese Differenz zwischen den beiden kann man hernehmen und kann dann so eine etwas komplizierte Rechenformel erzeugen. Das ist für die meisten ein bisschen zu komplex und das will ich jetzt auch gar nicht weiter hier befördern, diese Empfehlung. Mir ist diese Skala viel lieber, die sogenannte Borg-Skala. Und das ist eine Skala, wo man sich selber einschätzen kann. Ja, war das, was ich jetzt in der letzten halben Stunde gemacht habe, extrem leicht? Oder war das sehr leicht? Oder war das so ein bisschen anstrengend? Oder war das richtig toll anstrengend? Oder hat es mich schier umgehauen oder ich habe es fast gar nicht ausgehalten? Und wenn Sie mitnehmen hier, dass Ihre beste Trainingsleistung dort angesiedelt werden kann, wo Sie sich etwas anstrengen, wo Sie also schon ins Schwitzen kommen, dann haben Sie, glaube ich, was Gutes mitgenommen. Und eine andere Empfehlung kann auch noch lauten, die ideale Belastung ist die, wo man schwitzt, wo man sich, wenn man zu zweit unterwegs ist, sich so gerade noch unterhalten kann, also nicht schnattern die ganze Zeit, sondern wo man sich so gerade noch unterhalten kann und nicht unbedingt stehen bleiben muss dazu. Und auch, wo man, wenn man jetzt eine Stunde Sport gemacht hat, nicht den Rest des Tages braucht, um sich wieder davon zu erholen. Das wäre ein bisschen zu viel. Also das ist das, was ich unter einer idealen Belastung verstehe, in Kombination mit der Borg-Skala, wo man also schon das Gefühl haben muss, ich habe mich angestrengt. Hier nochmal die Frage Krafttraining. Ich habe erzählt von dem Gewichtheber, von dem mitunter krassen Blutdruckanstieg. Ja, Kraftausdauertraining wird schon empfohlen. Das hat sich geändert über die letzten Jahre. Bis zu 20% der Gesamttrainingszeit empfehlen wir heute. Und wir empfehlen aber nicht, die 80 Kilo jedes Mal zu stemmen, sondern eben niedrige Gewichte herzunehmen, dafür das viele Male zu wiederholen. So ein Zielwert sind so 30% der Maximalkraft. Pressatmung immer vermeiden. Und beim Krafttraining ist es wichtig, dass man das korrekt macht. Wenn Sie also das im Fitnessstudio tun, dann ist es gut, wenn Sie sich am Anfang kontrollieren lassen, bis Sie sicher sind, dass Sie die Bewegungen mit den Hanteln, dass Sie die gut und richtig machen. Ja, man kann Hantel nehmen, man kann Bänder nehmen, man kann ein Zirkeltraining machen. Krafttraining muss gelernt werden. Langsam bewegen, diese Bewegung komplett ausführen, dann wird sie gut. Und zwischendurch auch Pausen machen, reflektieren, was dort passiert. Und beim Krafttraining ist es aus den besagten Gründen besonders wichtig, dass man dort den Blutdruck auch kontrolliert. Kommen wir zum nächsten Punkt. Muss ich denn etwas tun, bevor ich ins Fitnessstudio gehe? Also hier unterscheiden wir natürlich, oder bevor ich Sport mache, hier unterscheiden wir natürlich den Leistungssportler von dem
Sportler, der im Breiten- und im Freizeitsport oder im Gesundheitssport unterwegs ist. Und wir beschäftigen uns jetzt natürlich nur mit dem Letzteren. Dort gibt es auch Empfehlungen, die besagen, dass man, wenn man gesund ist, natürlich starten kann. Besonders aber, wenn man bestimmte Risikofaktoren aufweist, die habe ich rechts mal aufgelistet, dann ist es schon empfehlenswert, sich zuerst mal einem Arzt vorzustellen, dem Hausarzt oder vielleicht dem, der sportmedizinisch ein bisschen versiert ist. Der wird Sie dann befragen, wie geht es Ihnen, haben Sie Bluthochdruck, haben Sie Übergewicht, rauchen Sie, haben Sie Lungenerkrankungen, sind Sie operiert worden vor kurzem, welchen Sport wollen Sie eigentlich machen, also wollen Sie jetzt demnächst Marathon trainieren oder wollen Sie einfach mal ein bisschen zum Joggen gehen, das ist alles wichtig und unterschiedlich. Er wird Sie auch körperlich untersuchen und er sollte natürlich mal ein EKG machen. Wenn dort Auffälligkeiten aufgetaucht sind, dann muss man natürlich ein bisschen weitergehen und dazu gehören dann andere kardiologische Untersuchungen wie das Herzultraschall, wie der Herzultraschall. Jetzt bin ich bei der nächsten Fragestellung. Kann man Sport auch übertreiben? Natürlich kann man das. Ja, und da gibt es eine interessante Studie, die hat man gemacht bei den Wasserlaufteilnehmern. Vielleicht weiß es der eine oder andere von Ihnen. Wasserlauf ist ein Langstrecken-Skilanglauf in Skandinavien, in Schweden. Wird seit 100 Jahren gemacht. Der geht über 80, 90 Kilometer. Also schon etwas, was kein normaler Mensch so macht. Und deshalb sind es Leute, die natürlich dort auch trainiert haben. Und dort hat man herausgefunden, dass die, die das zum ersten Mal machen und die so gerade ins Ziel kommen, dass die tatsächlich dort gewisse Risiken haben. Und diese Risiken beziehen sich tatsächlich auf eine etwas vermehrte Häufung von Vorhofflimmern, von Rhythmusstörungen. Ja, also Übertreibung im Sport kann tatsächlich, und das hat diese Studie gezeigt, das mache ich jetzt mal ganz kurz, kann tatsächlich hier dazu führen, dass dort Rhythmusstörungen kommen, durch eine Überlastung des Körpers, während aber ganz gefährliche Rhythmusstörungen, also wir reden von plötzlichem Herztod, auch bei solchen Patienten nicht gehäuft sind. Und der wichtigere Teil dieser Botschaft, dieser Untersuchung ist, dass natürlich auch diese Ausdauersportler, das sind bestimmt solche, dass sie natürlich trotzdem eine insgesamt wesentlich längere Lebenserwartung haben durch ihr dauerhaftes Training. Es gibt auch andere Folgen von zu viel Sport, die beobachten wir aber nicht im breiten Sport, sondern beobachten wir im Hochleistungssport. Dort gibt es das Risiko, dass vor allem die rechte Herzkammer gezeigt an dieser Grafik hier überlastet werden kann. Auch das, denke ich, können wir heute kurz fassen. Jawohl, beim Extremsport, also Ultramarathon etc., kann es zu einer Schädigung des Herzens kommen, vor allem der rechten Herzschwäche. Dort kann es eben dort dann zu langfristigen Schäden kommen. Also auch hier gilt, wie so oft im Leben, das rechte Maß ist wichtig. Und das rechte Maß, die rechte Menge an Sport, ist aber deutlich mehr, als die meisten von uns empfinden. Das rechte Maß liegt ungefähr hier. Sie sehen das hier in dieser Grafik. Das sind schon mehrere Stunden pro Sport mit einem ordentlichen Kalorienverbrauch. Ja, dort stehen wir. Und damit bin ich jetzt auch schon bei den letzten Empfehlungen. So sind die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Und die besagen, dass Erwachsene mindestens 150 Minuten körperliche Aktivität von mittlerer bis hoher Intensität, wenn man das mischt, absolvieren sollen. Wenn man wirklich hochintensiv unterwegs ist, dann kann man diese Zeit etwas reduzieren auf 75 Minuten, was auch immerhin noch eine Viertelstunden ist. Und hier nochmal, was ist moderat? Das sind diese 3 bis 6 Met. Das wäre also Spazierengehen, Walking, Fahrradfahren. Hohe körperliche Aktivität, das ist dann schnelles Laufen. 11 Kilometer, also 11 Stundenkilometer, ist schon ein ganz ordentliches Tempo.
Also ich denke, die meisten von uns sollten sich an 150 Minuten orientieren. Und das sind die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die sagen etwas Ähnliches und Ergänzendes. Durch die Zunahme der körperlichen Fitness um ein solches metabolisches Äquivalent, also eine Leistungsstufe mehr, heißt schon Sterblichkeit um 12% vermindert. Der prognostische Nutzen ist auch bei leichter und mittlerer Trainingsintensität nachweisbar, aber der volle Nutzen, also den vollen Preis, gewinnen Sie nur, wenn Sie sich intensiv belasten. Das sind die 3.000 bis 3.500 Kilokalorien pro Woche, was Sie an Ihren Uhren messen können. Nochmal 80% dynamisch, 20% Kraft. Auswirkungen auf den Stoffwechsel, das habe ich jetzt gar nicht so vertieft. Fett wird abgebaut, Cholesterinspiegel reduziert sich, die Endothelfunktion, das hatten wir besprochen, verbessert sich und die Belastung ist eben auf lange Sicht hilfreich. Ich fasse also zusammen, mit sportlicher Aktivität erreichen Sie eine deutliche Blutdrucksenkung, Sie reduzieren das Risiko für Ihre Herz-Kreislauf-Erkrankungen in erheblichem Maß, die Lebenserwartung steigt deutlich. Was wir nicht besprochen haben, gilt aber trotzdem auch, und das ist das Letzte, das Risiko für bestimmte Tumorerkrankungen ist nachweisbar reduziert bei Menschen, die regelmäßig Sport betreiben. Das Risiko für Diabetes sinkt, die Beschwerden durch Arthrose werden reduziert durch Bewegung, die Knochendichtemessung, wenn man früh anfängt, verbessert sich. Altersbedingte Stürze, das heißt die Koordination, das Risiko reduziert sich, die Kompetenz, den Alltag im Alltag zu bewältigen, verbessert sich dadurch naturgemäß. Das Gewicht kann leichter kontrolliert werden von dem, der sich regelmäßig betätigt. Die seelische Gesundheit verbessert sich, das dürfen wir nicht vergessen. Jeder, der regelmäßig Sport weiß, wie man sich wohlfühlt durch die Endorphine am Ende des Tages und die allgemeine Lebensqualität wird durch all das natürlich positiv beeinflusst. Also, seit 2000 Jahren, seit Ovid, wissen wir, wer lange steht, wird schlecht laufen und ich sag's mal umgekehrt. Vielen Dank, das war mein Vortrag. Gibt es Fragen? Eine Frage, ja. Ja. Ja, das betrifft Patienten mit schon vorhandener Herz-Kreislauf-Erkrankung oder Herzerkrankung, also einem Herzinfarkt oder einer verengten Herzkranzgefäße. Das sind die aktuellen Empfehlungen der Fachgesellschaften. Die sind nochmal nach unten korrigiert worden. Das liegt einfach an den Ergebnissen, an den statistischen Ergebnissen, die man gewonnen hat und weiß, dass dadurch das Risiko weiterer Ereignisse eines weiteren Infarktes einfach noch besser reduziert ist. Mhm. Ich wiederhole vielleicht die Frage für alle nochmal, weil sie nicht ganz so laut zu verstehen war. Die Frage ist, ob bei einer schon vorhandenen Arteriosklerose durch Sport diese rückgängig gemacht wird. So denke ich mal, habe ich Sie richtig verstanden. Also ich denke, wir haben das in mehreren Vorträgen angesprochen. Es ist so, dass wir dort zumindest das Voranschreiten der Arteriosklerose in Verbindung mit anderen Maßnahmen aufhalten können. Eine Rückbildung wird eher nicht gelingen. Aber die Elastizität der Gefäße verbessert sich, ich hatte das mehrfach gesagt, und deshalb auf jeden Fall insgesamt wird man schon
ein gewisses Ja Ihnen geben können. Gut, noch eine Frage? Offensichtlich nein. Haben wir im Chat noch eine Frage? Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Kommen, fürs Zuhören. Ich bedanke mich nochmal ganz ausdrücklich bei den Damen und auch Herren, die uns unterstützt haben aus dem Katheterlabor, aus der Aufnahmelounge, bei Herrn Dietl, bei unserem Technikteam, bei den Damen und Herren, die uns wie in jedem Jahr mit Informationen versorgen, von der Herzstiftung, von der Selbsthilfegruppe Defibrillatoren, bei allen, die uns mit den kleinen Köstlichkeiten versorgt haben, bei Herrn Runge, der hier Reanimationsmaßnahmen uns noch zeigt. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich noch vergessen habe, bei den Damen, die vorne den Einlass kontrolliert haben und schlussendlich bei allen, die ich jetzt nicht explizit erwähnt habe. Ich hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Jahr wieder in altem Format und alle hier und vielleicht wieder in voller Stärke hier treffen können. Kommen Sie gut nach Hause. Bleiben Sie gesund und alles Gute für Sie bis zum nächsten Jahr. Vielen Dank. Ich denke, wir beenden damit unsere Übertragung in den Livestream. Nutzen Sie die Gelegenheit, stellen Sie hier noch Ihre Fragen. Und wir haben ja angekündigt, dass bei Interesse auch die Möglichkeit besteht, das Labor noch zu besuchen. Sie müssten sich einfach bei mir hier melden dann. Wenn das der Fall ist, treffen wir uns in 5 Minuten und wir treffen uns vorne am besten dort am Eingang, dort wo die Eingangskontrolle war.